Okay, was geht ab und ein frohes neues Jahr an alle, die ich noch nicht gesehen habe. Martin habe ich es gerade schon gewünscht, Kevin habe ich eine Nachricht geschrieben. Aber trotzdem mal frohes Neues an euch, Leute. Seid ihr gut reingekommen? Alle ja kommentieren jetzt. Oder jetzt an uns die Frage gestellt, Ja, an oder? euch. An uns gestellt. Ja. Ja, also ich fange mal an, weil ich jetzt so der Special Guest heute bin. Also erstmal bedanke ich mich, dass ich dabei sein darf. Ne? Ist mir wie immer eine große Ehre, weil ich jede Folge anschaue. Und ja, also ich habe es dem Torben schon erzählt. Ich habe ja Silvester mit der Johanna Dürr und ihrem Freund verbracht. Ich und meine Freundin haben ganz entspannten Abend eigentlich gemacht, Raclette gegessen. Davor waren wir trainieren. Dann waren wir noch auf dem Rathausplatz. Dann sind wir schlafen gegangen und das war es eigentlich. Am nächsten Morgen wieder trainieren gegangen. Somit ziemlich produktiv ins neue Jahr gestartet, aber ja. So Also war richtig ziemlich Bodybuilding-Amateurismus. langweilig. Ja, genau, richtig so Bodybuilding-Style. Habt ihr euch demnächst was gegönnt oder gab es denn auch nur saubere Sachen zum Essen? Also die Mädels haben sich eigentlich nur sauber ernährt, würde ich sagen. Ich und Johannas Mann haben dann auch noch Ben & Jerry's und so gegessen. Na. Aber so das Raclette war eigentlich relativ clean. Also die Zutaten, die halt, da haben wir uns nicht drum gekümmert. Die waren jetzt, glaube ich, alle relativ clean. Also so Leitkäse und sowas. Ach gut. Ja, genau. Okay. Kevin, wie war es bei euch? Ja, wir haben es ruhig angehen lassen, natürlich aufgrund der Krankheit. Haben Raclette zu Hause gemacht und ja, ein bisschen gespielt, ein bisschen Filme geschaut. Mehr war es im Endeffekt auch nicht. Bist du wieder denn fit? Kannst du schon wieder trainieren? Ich trainiere wieder, aber ja, so halbwegs fit, ja. So ein bisschen Husten, ein bisschen Schnupfen habe ich noch, aber das geht irgendwie nicht weg. Alter, es hält sich ganz schön lange, seit Weihnachten, ne? Ja, ist auch voll ätzend, weil ich durch das Antibiotika mega die Verdauungsprobleme bekommen habe. Ja. Das stört ja auch deine ganze Darmflora und alles, deine ganzen Darmbakterien. Ja. Ja, und seitdem bin ich da ein bisschen am Struggeln, aber ja, wird schon wieder. Machst du irgendwas dagegen? Ja, hab so ein paar Tipps von Manuel bekommen, aber die blase ich Wie? jetzt nicht in die Öffentlichkeit. Schade, schade. Na gut. Nein, vor Dann. allem ballaststoffreich essen. Ja, Glutamin ist ganz gut, ist ja auch allseits bekannt, habe ich die Dosierung ein bisschen höher. Und ja, auch ein bisschen Vitamin C erhöht, weil ja das Immunsystem dann auch immer noch geschwächt ist nach dem Antibiotika nehmen. Ja, so Sachen. 20.000 IUD3. Wie viel? 20.000. Ja, 10 habe ich jetzt so drin. Okay, weil ich habe von Manuel Bauer, glaube ich, letztens hat er eine Story gehabt, jetzt für den Erkältungsstack. Okay. Den hat er aber auch hier im Podcast schon erzählt. Also da könnt ihr euch die Ja. Folge nochmal anschauen. In den ersten Minuten sogar, weil Manuel da leicht angeschlagen war. Da erklärt er euch genau, was er macht, wenn er erkältet ist. Ja. Domme, wie war es bei uns? Erzähl mal. Ich fand es richtig schön, oder? Kann ich nur bestätigen. Ja, also war mega cool. Wir haben ja mit Ingo, Michelle, Torben, Jenny, Schatzi, Roland, Jakob, Kathi, Dennis. Haben wir jetzt alle? Nee, Kali, Fabian, Fabian. Ali, Fabian. Ach du Und Scheiße. Mi. Ja, auf jeden Fall haben wir hier bei uns in der Company gefeiert, haben auch Raclette gemacht. Nicht ganz so sauber. Haben auch ein bisschen Alkohol getrunken. Auch nicht schlecht. Ja. Haben noch Activity gespielt. Ja. Bisschen Raketen draußen hier. Wir wohnen in Rickling. Wenn einer Hannover kennt, das ist quasi Hannover Ghetto. Ungefähr so wie Berlin-Neukölln. Es war nicht so schlimm wie in Berlin, dass sich hier, kann man das schon wieder sagen, Gruppen mit Migrationshintergrund versammelt haben, um hier Feuerwehrleute zu attackieren, aber wir haben uns quasi angeguckt, wie die ihre Raketen aufeinander und in die Luft geschossen haben hier. Ja, Also. gefühlt waren noch mehr Schreckschusspersonen als Feuerwerk unterwegs. Ja, genau. Also es war eigentlich wie in Berlin noch nicht ganz so schlimm, aber das ging. Ich glaube, zu uns kam auch keiner, weil wir standen halt alle Bodybuilder da draußen, hatten noch einen Dobermann an der Leine und von daher war das ganz okay. Und den nächsten Tag waren wir nochmal richtig, richtig lecker, ja, brunchen. Das war eigentlich echt ganz gut, ne? Das hat mir sehr gefallen, zumindest das Brunchen, Das oder? Brunchen war mega. Ja. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal in Hannover seid, Café Barcelona, gibt es euch von Lübeck auch, Martin, wenn du mal Da da war ich schon, gewesen bist. ja, das ist Oh. geil. Unfassbar Kannst auch geiler viel Brunch. mitnehmen, du hast ja alles, ne? Du hast da Pancakes, Crepe, Omelette kannst du dir machen lassen und so. Ja, Das vor ist allem echt für top. 14 Ja. Euro, ne?
Das war uns machen die richtig Minus an so Leuten wie uns. Ne? Ja. Haben wir auch schon gesagt, die haben sich geärgert, als wir da reingekommen sind. Ja. Eigentlich, ey, ich war den ersten Tag so vollgefressen am Abend, aber es ging nochmal, ne? Also ich komischerweise schon... ja. Und danach ging aber gar nichts, weil ich dann zu Hause war, da war ja. Ende. Ich habe nichts mehr reingekriegt an dem Tag. Ja. Oh doch, ich habe, oh ja. Das ist eh egal. Wir hatten doch noch diese zwei Pizzateig-Dinger und die ganzen Raclette-Zutaten. Ja. Vom süßen oder vom herzhaften Raclette? Nee, herzhaft. Okay. Ich habe zu Hause noch hier den Grill angeschmissen auf der Terrasse für das Fleisch. Wir haben ja unser Fleisch vergessen, was wir gekauft haben. Und haben die beiden Pizzateigs noch vernichtet mit Salami und Schinken und alles, was über war. Und das war quasi meine Ernährung den ersten Tag dieses Jahres. Er soll ja auch jetzt in die Massephase für dich gehen. Weil die es gerade nicht mitgekriegt haben, wir haben halt erst normal Raclette gemacht, mit herzhaften Dingen, so Fleisch, Gemüse und so weiter. Mhm. Und danach gab es nochmal süßes Raclette, das heißt, wir hatten so Pancake-Teig und haben dann halt in den Pancake-Teig alles an Süßigkeiten, was es gab, reingeschmissen. Schokobons, Jogurette, Reese's, Peanut Butter Cups und haben halt nochmal dann Raclette im Pancake-Teig gemacht. Hatte ich noch gar nicht, war mega geil. Ja, ja. Ja. Ja, bei Dommel geht jetzt die Massephase los, bei Kevin noch die Erholung von der Krankheit und bei Martin möchte ich auch gleich mal wissen, was bei dir gerade Phase ist. Aber bevor wir da einsteigen, Dommel, erzähl doch vielleicht mal, wie planen du und Max jetzt vorzugehen? Du hast es in der Story schon erwähnt, aber vielleicht mal ein bisschen detaillierter. Genau, also angefangen haben wir, dass wir die Blutbilder kontrolliert haben, die waren alle sehr, sehr gut. Ich glaube, das habe ich sogar schon in der letzten Podcast-Folge erzählt. Und jetzt haben wir erstmal 100 Gramm die Kohlenhydrate erhöht, das Eiweiß auf 400 Gramm von 350 gesetzt. Ja, und dann haben wir die TRT beendet und sind jetzt wieder in einem Blast. Und ich grinste. Also jetzt genau die Dosierung, die verrate ich nicht, weil es ein tolles Geheimnis ist und ich da jetzt einen Hehl draus mache, sondern einfach nur, weil es zu viele Menschen gibt, die sich das dann wahrscheinlich nachmachen und ich finde das Thema halt generell gut als Aufklärung, aber ich finde es nicht so gut, wenn man halt diese Vorlagen gibt, dass das eventuell einen 18-, 19-, 20-Jähriger, der dann einen toll findet, nachmacht. Ich habe aber jetzt, das kann ich ja so sagen, in der Off-Season noch nie mit so viel Material gearbeitet. Das ist jetzt nicht eine mega Chemiekeule, wo man jetzt denkt, da, was weiß ich, da sind jetzt so 4-5 Gramm drin. Aber ich habe die Offseason halt immer ein bisschen ruhiger angehen lassen, außer, sage ich mal, in der Zeit damals so 2017, 18 beim Petrenz, da gab es auch ordentlich, ja, ordentlich Medizin. Und das Ziel ist es mit, jetzt kommt eine Gewichtsvorgabe, wo man ja auch kein Fan von ist, aber unter 125 Kilo wollte ich halt nicht mehr in die Prep starten. Ich habe mit Ingo schon ein bisschen geschrieben, ist total schade, weil eigentlich dieses Jahr Alicante ansteht, wo Kevin, Ingo, Dennis Reinhold, Anton, weiß gar nicht, wer noch alles, also da hätte man auf jeden Fall ein mega cooles Ding. Da haben wir aber beim Brunchen besprochen, dass ich und Torben da auf jeden Fall mit vor Ort sind. Ich ärgere die dünnen Würste dann mit meinen 120 Kilo hoffentlich bis da. und ich selber werde dann wahrscheinlich im Frühjahr 24 wieder auf die Bühne gehen, weil ich mir einfach sage, mir fehlt jetzt, ja, mir fehlen einfach gute 5, 6, 7, 8, 10 Kilo Fleisch, um dann bei den großen Jungs mitzuspielen. Ne? Also 2012 hat gut geklappt, weil mich das jetzt auch ganz viele fragen. Klar, da hat man jetzt den Steve Bentin geschlagen, der hier letztens in einer Podcast-Folge war und einen sechsten Platz gemacht, aber ich bin 1,75 Meter und die Aktion, wie ich da reingekommen bin, also ich bin mit 102 Kilo Profi geworden und stand dann mit 95 oder geladenen 96 Kilo auf der Bühne, das ist natürlich auch nicht, das macht ja keinen Sinn. Dafür bin ich viel zu groß und da fehlt mir dann ja noch mehr optisch an Fleisch sozusagen zu den 212ern Jungs. Also von daher, im 24 geht es dann wieder in den Wettkampfmodus. Ja. Training behalte ich so bei. Fahre ich meinen Push-Pull-Beine-Plan, haben wir wieder geändert. Vom Oberkörper-Unterkörper bin ich gekommen, was ich jetzt in der TRT mal ausprobiert habe. Damit habe ich es mega schnell geschafft, wieder ordentlich stark zu werden, weil halt einfach die Frequenz so kurz war. Und jetzt habe ich wieder meinen klassischen Push-Pull-Beine-Plan. Und das Einzige, was ich diese Off-Season anders mache, ist, ich habe eine Dreier-Rotation. Also quasi A, B und C Pläne. Jo. Und da habe ich mir so aber ich habe jetzt so ein paar Ziele mir gesetzt, die ich im Training dann erreichen will, was Progression angeht.
Ja, zum einen, ich kann Beine nicht mehr so schwer trainieren wie früher. Ich zerschieße mir dann einfach immer meine Patellasehne und mein Quadrizeps ist dann einfach so auf Spannung. Ich werde da jetzt in einem High-Rep-Bereich trainieren und ich habe jetzt angefangen mit 150 Kilo Kniebeuge auf 16. Und das Ziel ist es dann irgendwann die 200 auf, ja, in Richtung 20 zu bringen, frei. Das ist auf jeden Fall eins von den Zielen. Und mein RDL, da war ich im letzten Offseason war ich bei 230 auf 10. Da hätte ich jetzt ganz gern die Vierteltonne, also 250 auf 10. Und das brauche ich immer so ein bisschen als Motivation, dass man da die Progression immer schön im Auge behält. Und das sind so meine beiden Ziele, die ich auf jeden Fall mir gesetzt habe in den nächsten 12, 14 oder 16 Wochen. Muss mal schauen, wie lange jetzt der erste Blast geht, aber da verlasse ich mich, was das angeht, auch auf Max. Also Training, und ich kriege eine Makrovorgabe, Training mache ich selber, aber quasi dieses ganze Prozedere, wie, was, wann wir einen Blast machen, wann wir eine TRT machen und einen Cruise, das ist alles Max seine Entscheidung und da will ich mich auch gar nicht mit beschäftigen. Das hat letztes Jahr gut geklappt mit der Diät, dass ich mich nicht mit meinen eigenen Sachen beschäftigen musste. Und das mache ich jetzt auch so weiter. Training hat Max ja auch geschrieben, dass die drei. Nee, also oder? Training und Ernährung mache ich selber. Ich kriege eine Makrovorgabe und dann eine Vorgabe halt, was wir an PEDs nutzen. Okay. Ja. So, Kevin ist gerade noch. Martin, wie kennt. Du warst ja auch bei Max. Kommt dir das irgendwie alles so ein bisschen bekannt vor? Oder, Ja, also Push-Pull-Beine ist ja so Standard bei Max eigentlich. Ne? Also ich habe fast 3 Jahre mit Max zusammengearbeitet. Und da hatte ich eigentlich immer Push-Pull-Beine-Pläne. Und jetzt, was die Ernährung angeht, habe ich hauptsächlich feste Pläne gehabt bei Max. Es gab auch mal eine Zeit, so als ich ins Coaching gekommen bin damals, habe ich auch Makrovorgaben gekriegt, aber halt auch mit so einer Lebensmittelauswahl. Ne? Und Pre und Post waren, glaube ich, vorgegeben. Und genau, aber sonst waren es eigentlich immer, ja, so die, also ich habe fast 3 Jahre lang so dasselbe gegessen eigentlich, nur halt unterschiedliche Mengen. Genau. Hast du einen Trainingsplan gekriegt? Oder hast du auch Okay. Also der hat den Trainingsplan gemacht. Ich glaube, das war aber jetzt nicht so individuell auf mich angepasst, aber hat auf jeden Fall funktioniert. So. Ich habe auf jeden Fall so bei Adolf gesehen, dass der genau dieselbe Übung gemacht hat und habe dann auch herausgefunden, dass der genau exakt den gleichen Plan hatte. Genau. Hat ganz gut funktioniert. Ne? Mhm. Hast du vorher schon mit dem Hit-Ansatz trainiert oder kamst du mit dem Volumenansatz? Nee, also als ich bei Max war, erst mit Max habe ich da quasi wirklich mit Hit angefangen. Ich war da vorne eine Zeit lang ja bei Roland Schürlock. Ja. Genau, also davor habe ich eigentlich immer bloß so Volumentraining gemacht und 5er-Split oder 6er-Split. Genau. Hast du das im Unterschied von Volumen zu Hit wirklich signifikant zuwechseln? Auf jeden Fall. Also ich würde sogar sagen, tatsächlich jetzt, also dieser letzte Push-Pull-Beineplan hat mir, was Masse angeht, am meisten gebracht, würde ich sagen. Also jetzt von allen. Ja, man sagt ja so, nach einer gewissen Zeit, die man trainiert, macht man jetzt nicht mehr so krasse Fortschritte und so. Und da fand ich wirklich, dass ich nochmal einen Sprung gemacht habe durch diesen Plan. Ne, also da wirklich mit Logbuch und so habe ich dann angefangen und habe mir halt dann wirklich, ja, Gewichte notiert und mir auch, wie Domi gesagt hat, Ziele gesetzt, ne, bestimmte Übungen und darauf hingearbeitet, dass ich wirklich irgendwie jedes Training irgendeine Art von Progression habe. Und das hat auf jeden Fall richtig gut funktioniert. Und da bin ich richtig stark teilweise geworden. Also ich war auch bei 250 Kilo rumänisches Kreuzheben, aber halt keine 10 Wiederholungen. Das war so mein Max. Ich auch noch nicht. Das war so mein Max-Gewicht. So 220 war so mein Arbeitsgewicht. Genau, aber da habe ich auch auf jeden Fall richtig Fortschritte gemacht. Genau. Mhm. Aber ich muss jetzt sagen, jetzt mache ich ja gerade wieder meinen eigenen Trainingsplan. Jetzt bin ich wieder auf einen 6er-Split gewechselt. 5er-Split gewechselt. Einfach aus dem Prinzip, weil es mir mehr Spaß macht. Also hast du jetzt so einen klassischen Brusttag, einen klassischen Armtag. Ja, ich finde vor allem so einen Armtag zum Beispiel, finde ich geil. Ne? Viele sagen, das ist so ein verschwendeter Tag, weil du halt nicht wirklich irgendwie Grundübungen oder so drin hast oder halt nicht wirklich so eine hohe Intensität fahren kannst, wie jetzt bei einem Beintraining oder so. Aber ich finde, der Spaßfaktor sollte auch nicht zu kurz kommen. Und genau, deshalb mache ich das jetzt gerade so. Mhm. Wie ist es so, komplett coachlos zu sein jetzt gerade? Ja, also ich coach mich eigentlich gerade selber, sage ich mal. Also ich mache das vom Prinzip her genau gleich. Das heißt, ich mache trotzdem Formchecks. Die schaue ich mir halt dann selber an. So wie ich es mit meinen Athleten machen würde. Ne? Also einfach Formchecks einmal die Woche mit Gewicht. Dann vergleiche ich das und dementsprechend passe ich die Pläne an. Also ich habe mir auch einen Ernährungsplan gemacht. Ich mache da auch nicht nach Makros irgendwie. Ich habe das am Anfang gemacht, dass ich mehr Flexibilität habe. Aber irgendwie ist es so in mir drin, dass ich nach Plan esse, dass ich das irgendwie nicht kann. Also ich habe mir jetzt auch einen Plan runtergeschrieben und den nehme ich jetzt jeden Tag gleich. Also wie als wäre ich bei einem Coach. Und ich finde auch so eine Off-Season, wenn man
jetzt nicht total unerfahren ist, die kann man auch ohne Coach machen. So, ich meine, der Domme hat ja auch jahrelang alles selber gemacht. Und er war, ist ja immer ganz kurz daran gescheitert, Profi zu werden. Also der hat ja, hätte es wahrscheinlich auch selber noch geschafft, so wenn er jetzt weiter allein gemacht hätte. Das war immer der Grund, warum mich, Max hat mich ja schon mal, ich glaube 2021 oder 1920 hat er mich ja, also hatten wir schon mal drüber hin und her gesprochen, ob wir mal ein Coaching zusammen machen. Und er mal mein Ego, was mich dann da immer zu nicht hingebracht hat. Und halt der Aspekt, dass ich mir auch immer gedacht habe, man, dieses Jahr muss es doch mal funktionieren. Das war jetzt immer so knapp, ne? Und dann dachte ich mir, ja, okay, jetzt machst du es mit Max und dann funktioniert es. Aber ich bin da schon sehr, sehr zufrieden. Falls es jetzt doof rüberkam, ich habe eine Makro-Vorgabe, aber Max weiß halt genau, was ich esse, ne? Also ich habe meinen Trainingsplan geschrieben, Max hat mir meine Makros geschickt. Anhand von den Makros habe ich mir dann einen festen Ernährungsplan erstellt, weil ich könnte das auch nicht jeden Tag frei, keine Ahnung, morgens aufwachen und dann überlegen, wie komme ich auf 500 Gramm Carbs, das fickt meinen Kopf, da habe ich gar keine Zeit. Hat Max dann deinen halt Trainingsplan, deinen Ernährungsplan nochmal abgesegnet? Ja, genau. Ja. Kevin, wie machst du das in der Offseason? Wie wachsen du und Manuel zusammen? Also ich habe mir ja wirklich auch extra einen Trainer geholt, der mir dann wirklich 100% alles vorgibt. Okay. Weil ich hab ja alles selber gemacht die letzten ein, zwei Jahre. Größtenteils selber gemacht und ja, war dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will mir keine Gedanken mehr drüber machen. Weil ich mir dann halt immer Gedanken drüber gemacht habe, was kannst du verbessern, was kannst du verändern. Und da haben sich dann eigentlich meine Gedanken den ganzen Tag drum gedreht. Und jetzt unter dem Aspekt, dass ich halt wirklich einen guten Sprung machen muss, habe ich mir einen Manuel geholt und der gibt mir alles vor. Also der schreibt mir die Mahlzeiten auf. Und wir sind jetzt das letzte Jahr auch gut zusammengewachsen, finde ich. Also er kennt meinen Körper relativ gut, was funktioniert nicht. Und ja, von dem her bin ich mal gespannt, was kommt. Vor allem mit der guten Ausgangsform jetzt. Ja, denke ich, wird auf jeden Fall gut werden. Schreibt ihr dir auch Trainingspläne? Trainingspläne selbst nicht. Wir versuchen dann unter Absprache mal verschiedene Trainingsarten, Trainingstechniken. Also mal, wir haben zum Beispiel jetzt gemerkt, dass ich dann jedes Training ein bisschen kürzer machen sollte, wegen der Regeneration. Und haben dann als ein Sechser-Split angefangen, wo ich dann auch zum Beispiel einen extra Armtag habe und sowas. Beziehungsweise dann auch Bein, Vorder- und Rückseite getrennt. Und ja, das funktioniert für mich viel besser, weil die Trainingseinheit dann halt 1 Stunde bis 1 Stunde 20 dauert oder so. Da kann ich dann Vollgas geben und dann regenerieren. Weißt du, wie viele Sätze du in deinem, sag ich mal, Quadrizeps-Training hast? Boah, nee, nicht wirklich. Ich bin ganz ehrlich, bei Beine variiert es auch ein bisschen. Ach so. Dann hat man Tagesform, wenn ich dann wirklich gut drauf bin und dann merke, ich habe noch Power oder so, dann mache ich noch ein bisschen mehr. Also eine Übung oder so mehr. Oder die Übungen tausche ich generell immer mal wieder ein bisschen durch. Also ich habe jetzt keine festen Übungen. Ich finde den Manuel top, ne? Ist für mich einer der wie soll man sagen, besten oder erfahrensten deutschen Trainer. Ab und zu schreiben wir mal so, wie man halt über Instagram schreibt, so beiläufig. Und ab und zu postet er ja auch mal seine Beintrainings und dann steht er 5 Sätze Kniebeuge, 5 Sätze Beinpresse, 5 Sätze Strecker, 5 Sätze Ausfallschritte, 5 Sätze Beuger, 5 Sätze Kreuzheben. Und dann denke ich mir immer, holy shit, welcher Mensch kann denn sowas überleben? Hätte mich jetzt interessiert, ob du quasi auch, keine Ahnung, gefühlt 50 Sätze im Beintraining hast und mal irgendwie ein Feedback zu geben könntest. Aber wahrscheinlich hast du gar nicht so ein extrem hohes Volumen, ne? Nee, nicht. Also vor allem bei Beinen nicht oder Quadrizeps. Also ich mache eigentlich so 5 Übungen für den Quadrizeps. Ja, und dann noch Waden hinterher. Und dann bei Beinbeuger mache ich auch so 4-5 Übungen. Mhm. Und die halt aber dann auch ein bisschen verschieden ausgeführt. Also ich baue auch mal eine Intensitätstechnik ein oder sowas. Da lässt er mir ein bisschen freie Hand auch. Ich bin jetzt, wie gesagt, bin jetzt auch mal gespannt, was jetzt das Jahr passiert so mit mir. Ja. Wo genau wohnt denn der Manu? Wo hat denn der sein Studio? Grevenbroich, ne? Oder Grafenwöhr. Genau, in der Oberpfalz. Ah, okay. Eventuell will ich mir mal irgendwann einmal ein Personal Training bei dem buchen und mal so ein Beintraining machen. Weil ich einfach mal verstehen will, wie ich meine Intensität runterregulieren müsste, um wirklich 5 Sätze Beinpresse zu schaffen. Also ich mache einen Satz Hackenschmidt und dann gucke ich auf den Plan, da steht ein 2. und manchmal denke ich mir, den kannst du weglassen, weil du hast dich gerade so zerfickt mit dem einen Satz. Mich würde es mal interessieren, wie das aussieht. Also wie man wirklich 40 Sätze Quadrizeps trainieren könnte. Genau das habe ich auch gerade überlegt, weil jetzt sind Martin, du und ich dabei, die jetzt wirklich schon seit Jahren ja HIIT trainieren. Mhm. Und
ich habe teilweise 8 Sätze auf dem Trainingsplan stehen, denke mir so, fuck, Alter, ich bin im Arsch. Nach 2 genau. Stunden Training gefühlt, nach 8 Sätzen. Ja. Ja, ja. Und wie muss man halt die Intensität anpassen, um jetzt 5 Sätze Kniebeuge zu machen? Martin, kannst du das irgendwie nachvollziehen? Außer du gehst mit dem Gewicht vielleicht extrem runter während den Sätzen. Das kann du kannst ja eigentlich gar nicht ins Versagen trainieren, oder? Ich denke schon, dass das ins Versagen trainiert wird. Nur nach einem Satz hast du halt so einen Leistungseinbruch wahrscheinlich. Also wenn du wirklich ins Versagen gehst. Ne? Also für mich auch schwer nachvollziehbar. Also ich habe bei Push-Übungen ja teilweise wirklich, dass ich um 25-30% reduzieren muss und manchmal nur den gleichen Wiederholungsbereich treffe und mich dann ärgere. Also ich sag mal, jetzt heute war Schrägbankdrücken Kurzhantel 50 Kilo auf 10, habe ich die Rep Range getroffen, voll gemacht und habe dann gesagt, nimmst du mal 40 Kilo für 10 bis 15 und habe dann mit 40 Kilo 10 gemacht. Mhm. Also wo ich mir dann schon sage, okay, jetzt müsste ich dann nochmal 3 Sätze machen, dann komme ich da hinten irgendwann raus mit 5 Kilo oder so. Weißt du? Das ist ja, aber ich mache das, halt, also ich mach das halt so, ich taste mich ran. Und dann zählen die Sätze schon, ne? Naja, ab einem gewissen Punkt zählen sie, den definiere ich aber selbst. Also das ist ziemlich schwammig. Wenn ich dann eine gewisse Workload habe und dann zähle ich das als Arbeitssatz und versuche dann aber auch wirklich in meinem letzten Arbeitssatz dann wirklich nochmal, also wenn ich merke jetzt, ich habe 200 Kilo auf der V-Squat, die kennt glaube ich jeder von uns, diese Hammer-Strength-V-Squat, die mache ich ganz gern, aber umgekehrt. Mhm. Mit Knie nach vorne, dass es wirklich auf den Quadrizeps geht, also nicht mit dem Rücken gehoben und so, mit dem Arsch kennt ihr wahrscheinlich das Problem. Wenn ich dann 200 Kilo drauf habe, dann sage ich halt, das ist ein Arbeitssatz. Und dann versuche ich also im letzten, versuche ich mich halt nochmal zu steigern, quasi ins Maximum reinzugehen. Und dann halt zu schauen, wie viele Wiederholungen schaffe ich. Das habe ich ja früher auch trainiert. Ne? Da hast du dann halt 40 Kilo Schrägbank 10 Mal gedrückt und hättest aber noch, keine Ahnung, mehr geschafft, dann machst du den nächsten Satz mit 45 Kilo und denkst dir dann nach 10, ja okay, jetzt kommt der Arbeitssatz mit 50, dann versuchst du nochmal 55 auf 6, dann machst du einen Drop daraus und dann hast du ja deine, sag ich mal, 4-5 Sätze dann irgendwie bei der Übung durch und eigentlich waren es ein Topsatz mit einem Backup oder so. Ne? Ja, aber du würdest dann auch beim Hocharbeiten bei zum Beispiel 40 Kilo dann bei 10 aufhören, obwohl meinetwegen 15 drin gewesen wären. Ist jetzt ein Behindert. Du gehst nicht all in bei den. Genau. Ich habe es ja auch noch, 2017, 18 habe ich ja noch Volumen trainiert. Aber da hat man es halt irgendwie anders gefühlt. Da habe ich mir auch nicht viel Gedanken gemacht, wenn ich jetzt mit 40 Kilo 10 drücke, wie viel Energie raube ich mir dann, wenn ich jetzt gleich auf 45 Kilo gehe? Weil ich es auch nicht aufgeschrieben habe. Mir war es ja auch eigentlich wurscht. Also eigentlich hat mich ja nur der metabolische Reiz sozusagen vorangebracht. Und ich habe mir dann eher darüber Gedanken gemacht, wo könnte ich jetzt nochmal einen Satz anhängen, wie könnte ich mich jetzt nochmal da steigern oder wie kann ich es noch intensiver machen, welche Intensitätstechnik einbauen und funktionieren tut es ja, also das wissen wir ja, glaube ich, mittlerweile, funktionieren tut ja alles. Ne? Wenn du hart trainierst, ist ein Volumentraining irgendwo auch progressiv, du fängst an zu trainieren und irgendwann bist du stärker, das steht zwar nicht in deinem Trainingsbuch und in HIIT-Training, ja, da kannst du es halt tagtäglich deine Progression messen. Und ich finde halt irgendwann, bei mir ist es das der Grund gewesen, warum ich es umgestellt habe. Ich habe es dann irgendwann mal vom Roland übernommen, das war so 2018. Gut, bei mir sind 10 Kilo Muskelmasse draufgeflogen ab dem Niveau, wo ich war, in anderthalb Jahren HIIT-Training, weil ich da einfach dann für mich selber diese Kontrolle habe. Und ich mag das total, ich will besser werden. Also ich will nicht mich nach 3 Monaten fragen, bin ich jetzt besser oder schlechter geworden, sondern ich will mein Buch aufschreiben und dann steht da, Kniebeuge angefangen, 150 auf 16 und 3 Monate später 200 auf 14. So. Und gerade im Training ist halt das, im Coaching ist halt das, wie will ich einem Athleten jetzt irgendwie Volumentraining trainieren lassen und dann nachvollziehen, ob das Training besser geworden ist. Deswegen ist halt dieser HIIT-Ansatz für mich als Coach auch so nachvollziehbar und im Coaching, sage ich mal, so angenehm damit zu fahren. Aber ihr sagt immer, das ist alles so nachvollziehbar und Progression und sowas, aber irgendwann muss doch dann auch mal Schluss sein. Ich meine, du kannst doch nicht ewig, ewig lang dein Gewicht drauflegen. Also bei mir ist es, vielleicht mache ich auch was falsch, aber ich meine, bei mir ist es so, ich werde nicht großartig stärker. So. Also ich, klar, es geht mal ein bisschen hoch, wenn ich die ein oder andere Phase habe. Und im Endeffekt wird es vielleicht auch ein bisschen mehr, aber es ist jetzt nicht so, dass ich am Ende von so einem Trainingszyklus dann auf einmal 200 Kilo drücke, ausgehend von 140. Ne? Das ist halt... Martin, ja, das ja. Du kannst da auch Progression auf mehrere Arten setzen. Du musst ja nicht immer stärker werden. Du kannst auch einfach eine Wiederholung mehr machen mit demselben Gewicht als letzte Woche. Du kannst die Ausführungen ein paar Sekunden langsamer machen. Dann hast du eine Steigerung drin. Du kannst die Pause
10 Sekunden kürzer machen als letztes Mal, dann hast du eine Steigerung drin. Also es gibt ja mehrere Arten der progressiven Steigerung, sage ich mal. Und ja, aber ich meine jetzt mal, wenn du zehn Jahre nach dem System trainierst. Jetzt kommt der Markus Röhl. Das ist ja keine Kritik. Ich frage ja nur, also wie das so in der Theorie aussieht. Ja. Ich sage mal, wenn der Domme jetzt 5, 6 Jahre so weitermacht, der hat, was weiß ich, wie viele 100 Trainings in seinem Jahr, und dann müsste er ja irgendwann an 300 Kilo drücken, ne? Also deswegen frage ich halt, ja, woher. Da gibt es einen richtig guten Podcast mit Fuad und JP. Also Jordan. Ja, geil, ich wollte gerade Jordan Peters auch erwähnen, ja. Und der hat sich tatsächlich sogar 0,5 Kilo Scheiben gekauft, um die halt noch mit drauflegen zu können. Und er sagt halt, sobald er irgendwo mehr als 2, 3 Wochen halt stagniert oder irgendwie sogar einen Rückschritt hat, setzt er sich hin und analysiert alles, was in den letzten 2 bis 3 Wochen passiert ist, weil das darf im Prinzip nicht passieren. Also der ist wirklich, dann ist für ihn noch der Tag gelaufen, hat er gesagt in dem Podcast. Also er muss sich steigern, und wenn es einfach nur eine kontrolliertere Bewegung ist, einfach 0,5 Kilo ist, wenn es eine halbe Wiederholung mehr ist, er muss sich steigern. Er notiert sich halt alles. Er schreibt doch sogar auf, ob jetzt bei 8,5 Wiederholungen, wie sich die 8. Wiederholung angefühlt hat. Einfach um zu gucken, ob er nächstes Mal besser ist. Der schreibt ja sogar halbe Wiederholung mit auf, und er fügt dann sogar an, wenn er in einem Training eine Wiederholung angefangen hat, dann vermerkt er sich das, dass er beim nächsten Training weiß, dass da schon minimaler Output war. Und ich wollte auch gerade einen Jordan Peters als Beispiel erwähnen. Du kannst ja wirklich, also ich bin der Meinung, man kann sein Leben lang, bis es der Körper halt irgendwann nicht mehr hergibt, progressiv trainieren. Zum einen, so wie Martin das meinte, mit Spitzenkontraktion arbeiten, oder man sagt sich dann einfach, okay, ich bin jetzt RDL, ich sage ja gerade mein Ziel, keine Ahnung, 250 Kilo auf 10. So, wenn ich das jetzt geschafft habe, könnte ich auch hingehen, die Wiederholungszahl hochschrauben. Oder ich sage, ich mache die negative einfach von 220 an nochmal 4 Sekunden. Ne? Also du kannst ja wirklich eigentlich immer irgendwie eine Art der Progression hochziehen. Und ich meine gerade nur als Beispiel, weil Markus Rühl hat ja das mal so lapidar gesagt, ja, was soll ich denn dann machen? Dann mache ich nach 20 Jahren Training 500 Kilo Bankdrücken oder was? Ne? Also klar, irgendwann kann man halt nicht mehr hingehen und immer 5 Kilo draufschmeißen. Dann muss man sich halt wie Jordan Peters, es gibt sogar auch Magnete, das hatte ich jetzt auch noch im Kopf, ganz, ganz viele nehmen als Zwischenschritt dann 0,25 oder 0,5 Magnete, um die an die Kurzhantel zu machen, weil 0,5 ist auch eine Progression. Ne? Man muss halt Bock drauf haben. Entweder will man halt ins Gym gehen und heizen, oder man muss halt Bock drauf haben und irgendwie, ich schreibe mir auch alles auf, ich schreibe mir auf, welchen Sitz, heute bin ich den ganzen Tag, da gucken mich die Leute doof an, ich habe hier so eine App drauf mit einer Wasserwaage. Dann gucke ich, dass ich immer den gleichen Winkel habe von den Bänken, die ich benutze, weil da sind unterschiedliche Bänke, fuckt mich voll ab. Ich kann mir nicht die Löcher aufschreiben, weil mir dann irgendwann mal aufgefallen ist, ey, da sind 3 Löcher 45 Grad und bei dem anderen sind 3 Löcher 50 Grad. Also laufe ich jetzt mit einer Wasserwaage rum und vermesse quasi vorher die Bänke, bevor ich die benutze, damit der Winkel gleich ist. Ne? Da muss man halt Lust drauf haben, irgendwie das so zu trainieren. Aber für mich ist es halt mega cool nachvollziehbar. Ich weiß, ich gehe ins Gym und ich weiß, ich bin besser wie letzte Woche gewesen. Und wenn ich das einfach für mich 12 Wochen durchziehe, weiß ich, ich bin in 12 Wochen, wenn ich dann wieder auf die Bühne gehe, besser wie beim letzten Mal. Klar, Aspekte, Diät und Stoff und bla 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 mal ausgeschlossen. Da jetzt mal eine Frage an Martin und Domme. Ihr trainiert ja nach HIIT. Zählt ihr auch die Rap-Geschwindigkeit? Also ist bei euch wirklich jede Wiederholung von der konzentrischen und exzentrischen gleich? Bei mir nicht. Nee, ne? Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, wenn jede Wiederholung gleich wäre. Aber ich erwische mich da schon ab und zu mal, dass ich mal ein bisschen abfälschen und ein bisschen mit Schwung arbeite und schreibst halt auf Wiederholung mehr, geil. Ja, genau. Schwungversuch, also Momentum, ich sage ja immer dieser Spruch, kill the Momentum. Momentum versuche ich halt wirklich rauszunehmen, aber die letzte Wiederholung gerade bei einer Schulter, also wenn ich jetzt beim Schulterdrücken bin und ich hatte es heute 2-mal, da freue ich mich immer extrem drüber, dass ich dann in diesem Bereich merke, mein Muskelversagen ist und ich zitter das Ding dann noch irgendwie in die Endkontraktion rein, dann ist sie natürlich langsamer. Aber ich filme fast jedes Training ab, auch wenn ich es nicht immer in die Story poste. Ich habe ziemlich viel meiner Trainings in der Story. Aber ich filme eigentlich fast jedes Training, um halt auch genau sowas zu kontrollieren, ob die erste Wiederholung aussieht wie die letzte, sage ich mal so schön. Ne? Also das würdest du dann, wenn du jetzt zum Beispiel dann, du stehst dann schon und dann drückst irgendwie noch mit dem Körper so ein bisschen. Nee, das ist es, das erkläre ich auch. Gedrückt hast. Zählst du es als Wiederholung? Oder Nein. Du warst ja jetzt nicht hier beim richtigen Live-Check, wo wir mit dem Training gestartet haben. Ich sage auch immer nach einer halben Stunde, Leute, wenn ich euch zu viel quatsche, dann sagt, ich soll das Maul halten.
Das wäre ja was, wo du die Last wieder von dem Zielmuskel durch eine Verlagerung auf einen, also du wirst dann nicht stärker, indem du so machst, sondern du nimmst ja dann einfach nur zum Beispiel die vordere Schulter oder den Trizeps mit rein. Genau. Ich habe dann immer so eine Spanne, du baust dann quasi die Intensität auf und dann bist du irgendwann bei 95 und dann kommst du mit diesem hier und dann nimmst du die letzten 5% quasi weg und die Intensität sinkt wieder auf 90, also hast du quasi weniger Reiz dadurch. Also du sollst schon quasi mit dem festen Setup, mit der perfekten Ausführung komplett ins Muskelversagen reinfahren. Aber wenn ich dann noch eine rauszittere, sage ich mal, und ich bin gerade, dann zähle ich die auf jeden Fall als Progression oder als volle Wiederholung. Mhm. Ja. Martin, wie ist bei dir? Bei mir ist es nicht ganz so strikt. Ja. Ich sag mal so, natürlich wäre es sinnvoller und natürlich ist es auch, ich meine, wenn du dich jetzt um eine Wiederholung steigerst, wie schon gesagt, und die Wiederholung ist aber mega abgefälscht, dann bist du vielleicht gar nicht stärker als letztes Mal. Ne? Also dann ist es halt doch nicht so zu 100% nachvollziehbar. Aber ich weiß nicht, also ja, das muss ich vielleicht noch lernen, da noch ein bisschen mehr drauf zu achten, ja. Hast schon ein bisschen Ego dann auch, ne? Man will Ego-Wiederholung machen und man will stärker werden. Und er hat auch gerade gesagt, Aspekt Spaß. Ja. Eben, macht ja auch schon Spaß, wenn du 12 sauber machst, dann nochmal irgendwie 5 mit Schwung hinterher. Ja, also, genau. Dann nochmal richtig ausrasten bei den letzten 5. Schwung kann ja auch, wie man so schön sagt, eine Intensität sein. Ja. Genau. Was macht ihr denn, wenn ihr stagniert? Ist es dann erstmal so, dass ihr guckt, muss ich jetzt Ernährung anpassen oder tauscht ihr Übungen aus? Beobachtet ihr das? Was macht ihr, wenn ihr meinetwegen jetzt bei einer Übung, sei es mal jetzt Kurzhantel Schrägbank drücken, aufs Verrecken in 3-4 Wochen nicht höher kommt? Wir wieder? Also alle drei dürfen. Also im Coaching habe ich eine Formcheck-Tabelle, dann guckst du erstmal Regeneration, Schlaf, Ernährung, etc. Und wenn ich selber habe, das Erste, was ich mache, ich versuche dann gegebenenfalls das Volumen zu reduzieren. Also wenn ich zum Beispiel eine Teilwiederholung als Intensitätstechnik drin habe oder einen Dropsatz in irgendeiner Übung vorher, nehme ich die raus und schaue, ob das schon reicht, damit ich mich bei der nächsten Übung wieder steigern kann. Und wenn es noch nicht reicht, wenn man jetzt im Aufbau ist, kann man gucken, dass man eventuell die Kalorien erhöht. Das wäre jetzt davor auch nochmal eine Möglichkeit. Und wenn es nicht reicht, dann reduziere ich tatsächlich das Gesamtvolumen. Wenn ich dann zum Beispiel eine schwere Übung wie Hackenschmidt drin habe und die auf 2 Sätze habe und danach eine Beinpresse und ich komme da nach 3-4 Wochen nicht mehr hoch, dann mache ich vielleicht bei der Hackenschmidt tatsächlich nur einen Satz, einen Topsatz, um dann mir wieder Progressionsbedarf bei der anderen Übung zu holen, die eventuell wieder einen anderen Muskelbereich abdeckt. Ja. Aber hauptsächlich reicht es schon tatsächlich manchmal das Umstellen der Übung. Also vielleicht eine kleine Isolationsübung vorher rausnehmen, eine Intensitätstechnik vorher rausnehmen. Bisher bin ich damit eigentlich ganz gut gefahren. Ganz, ganz selten mal, dass ich wirklich einen Satz streichen muss. Okay. Ja. Wie sieht es bei euch beiden aus, wenn ihr Plateaus erreicht, Kevin, ja, Martin? Ach, eigentlich, das ist vielleicht ein bisschen eine dumme Antwort, aber ich mache nichts. Außer vielleicht mal, dass ich, wenn wirklich die Trainingsleistung runtergeht bei mir, dann mache ich mal 3 Tage Pause oder 4. Oder mehr essen? Auch nicht? Nee, ich esse eher, also ich esse auch auf 7 Kilo auf Anschlag. Also. Hm. Wenn, dann weniger essen. Nee. Nee. Aber das kenne ich auch. Mit weniger Essen geht es bei mir oft im Training wieder besser, weil der ganze Körper einfach mit Verdauen beschäftigt ist. Ich habe das wirklich regelmäßig, dass ich, wenn ich auf Diät gehe und dann den ersten Cut habe bei den Kalorien, dass ich dann auf einmal stärker werde. Ja. Das aber ist auch voll das dumme Thema für einen, der Volumen trainiert, weil was machst du beim, es gibt ja kaum ein Plateau. So, dann machst du halt irgendwie 2 Sätze mehr mit ein bisschen weniger Gewicht. Das ist ja bei dir, kommst ja gar nicht auf die Progression so unbedingt an im Training. Ne? Ja, ich finde Progression schon, aber es ist halt, wie du sagst, es ist nicht so nachvollziehbar wie bei HIIT, das auf jeden Fall. Man achtet auch nicht so drauf, man kann auch nicht so drauf achten, weil ja, wenn du jetzt 3 oder 4 Arbeitssätze hast, dann ja, ne? Ja. Ich würde nicht sagen, der eine vielleicht, ja, vielleicht hast du halt weniger Power gehabt an dem Tag einfach oder was weiß ich was, sich davor schon ein bisschen zu sehr ermüdet. Ja, so sieht's aus. Aber das, was ich jetzt mit den Beinen gesagt habe, das muss ich nochmal einwerfen, das, was ich mit den Beinen gesagt habe, mit dem Randtast und sowas, das mache ich wirklich nur bei Quadrizeps. Also dass ich da wirklich so ein hohes Trainingsvolumen habe. Also jetzt bei Brust oder Bizeps so. Oder Schulter oder sowas, da habe ich auch 4 Sätze, aber da habe ich auch wirklich nur einen sehr, sehr schweren Satz. Hm. Und da spielt dann auch ein bisschen mit dem Tempo von der Wiederholung. Also bei den anderen Sätzen ist zum Beispiel die positive oder die negative langsamer oder schneller. Und dann habe ich wirklich nur einen Satz, wo ich dann, ich sage es mal, eine relativ normale Bewegungsgeschwindigkeit habe und da dann wirklich aber aufs Gewicht gehe. Ja. Martin, Plateau.
Also Kalorien ist immer so eine Sache. Das muss man immer dann im groben Ganzen sehen, bevor man die Kalorien wirklich hochschraubt, finde ich. Weil ich meine, mehr Kalorien machen dich jetzt nicht automatisch stärker. So, es kann sein, du hast eine bestimmte Kalorienmenge, mit der du super fährst, regenerierst gut, hast eine gute Verdauung und bringst gute Leistung. Wenn ich das jetzt erhöhe, kann es kippen und ich habe irgendwie eine Scheißverdauung, das Training leidet drunter, ich schlafe schlecht dadurch. Ne, deshalb Kalorien erhöhen macht jetzt meiner Meinung nach jetzt nicht immer Sinn, wenn man jetzt irgendwie schwächer wird. Da finde ich den Ansatz von Kevin schon besser, wenn man da mal wirklich eine Pause macht. Also wenn ich zum Beispiel merke, ich werde überhaupt nicht mehr stärker, da mache ich da wirklich mal 3 Tage Pause. Die meisten würden wahrscheinlich so ein Deload machen, davon halte ich überhaupt nichts zum Beispiel. Also ich bin da eher der Fan davon, ja, entweder du trainierst mit 100% oder halt du machst Pause. Und genau, also in so einem Fall würde ich einfach eine Pause machen, wenn ich wirklich merke, ich stagniere jetzt mal wirklich so 2, 3 Trainings bei einer Übung. Genau, aber sonst, wie gesagt, würde ich halt, was weiß ich, einen Dropsatz oder so draus machen, wenn ich jetzt nicht auf die Wiederholung komme, die ich anpeile und irgendwie anders versuche, einen Muskelreiz zu setzen. Genau, aber ich mache mir da jetzt nicht so einen Kopf, also es kommt drauf an, wenn ich jetzt wirklich bei jeder Übung schlecht bin und merke, ich werde nicht besser, dann ist es eine Sache. Aber wenn es nur eine Übung ist und bei 10 anderen Übungen werde ich immer besser, dann ist es mir eigentlich auch relativ egal. Ja, aber es gibt ja manchmal so Übungen, da in allen anderen Übungen steigerst du dich, aber in diese eine Ja, ich blöde kenne das, ja Übung, klar. da hast du dieses Gerade so blöde bei Plateau. Kreuzheben oder so, finde Ja. ich, so bei Verbundübungen, finde ich es wirklich schwer, ab einem bestimmten Level sich noch zu steigern. Ne? Also je höher das Gewicht geht. Ich habe das gerade witzigerweise, Dom wollte ich auch noch sagen, denn nächste Woche im Checkup, dass ich bei rumänischen Deadlifts im Topsatz komme ich seit 3 Wochen nicht weiter, aber der Backoff-Satz werde ich immer besser. Das wollte ich auch gerade ansprechen. Oft muss man auch schauen bei Übungen, wie ist die Progression in den Übungen davor. Ne? Wenn du jetzt als vierte Übung Kreuzheben machst und hast dich in 3 Übungen davor gesteigert und hast dann eventuell im Kreuzheben im Topsatz sogar eine Wiederholung weniger, ist der Output in den Übungen davor natürlich viel, viel höher. Und dann ist das Kreuzheben quasi nicht das Problem, sondern einfach nur die Progression in den Übungen davor. Ne? Also es ist halt ein findiges Thema, wo man sich dann halt wirklich viele Aspekte angucken muss. Ne? Ernährung erhöhen, Kalorien erhöhen ist, weil ich für mich oder ich mit meinen Athleten meistens das fahre mit Blast, auch jetzt nicht Blast mit Stoff, sondern auch Blast mit Ernährung. Also die Kilokalorien so lange hochfahren und das Trainingsvolumen gegebenenfalls hochfahren, bis man halt das Maximum erreicht und dann kommt wieder ein Cut, wie sozusagen ein Cruise, wo es darum geht, dann eventuell nochmal ein bisschen Wasser rauszudrücken, die Kalorien zu reduzieren, im besten Fall die Trainingsgewichte zu halten, aber den Körper erstmal sozusagen wieder ein bisschen entschleunigen, bevor man dann wieder in den nächsten Blast reingeht. Aber das ist ja voll die Trainingsphilosophiererei jetzt hier, ne? Also da könnten wir jetzt wahrscheinlich bis 21 Uhr uns unterhalten, ne? Ihr habt aber alle drei den Faktor Regeneration angesprochen und ich habe tatsächlich einige Fragen zur Regeneration bekommen. Welche Faktoren sind denn für euch die wichtigsten Regenerationsfaktoren? Schlaf. Ja. Es war gleichzeitig. Habt ihr beide Schlaf gesagt? Ja. Ja. Dominik. Ist tatsächlich, jetzt wenn ich es coachingtechnisch betrachte, weil es bei uns in einem Formcheck abgefragt ist, sozusagen, auch für mich der wichtigste Aspekt, dass der Schlaf erstmal stimmt, ja. Wie stellt ihr sicher, dass ihr genug Schlaf kriegt? Wie Meine Schichtarbeit fahren. ja, ich Wie ins meine, Bett gehen. es geht ja, klar, aber es gibt ja auch sowas wie Ja. Schlafqualität. Ja. Habt ihr da bestimmte Rituale oder bestimmte Sachen, die ihr persönlich macht oder auch euren Coaches ans Herz legt, um halt wirklich möglichst regenerativen Schlaf zu kriegen? Meine Schlafmaske. Ja. Ja. Die war letztens kaputt, ohne Scheiß. Das war so eine schlimme Woche. Das war furchtbar. Erstens, Jenny konnte nicht schlafen, weil ich so geschnarcht habe. Ja. Ich konnte nicht schlafen, weil ich keine Luft mehr gekriegt habe. Und Scheiße. ich war jeden Morgen so gefickt. Das war furchtbar, wirklich. Als hätte ich gesoffen, wirklich. Also ganz schlimm. Mit Kopfweh und allem Möglichen. Ja. Ja. Ich Ich schlafe habe ist natürlich jetzt ein Sonderfall. Also kann man jetzt nicht auf die breite Ich hab das Masse. genauso. Ich habe das genauso. Also Selina hier, also meine Freundin, schläft schon seit Wochen auf der Couch, ne, weil die es nicht erträgt, mein Schnarchen. Ne, ich habe am 19.01. jetzt auch einen Termin für eine Schlafmaske. Ich habe das auch oft gehabt, dass ich wirklich nachts aufgewacht bin mit Panik, weil ich keine Luft mehr Ach, gekriegt habe. krass. Also richtig wie nach Luft gejapst und keine Luft gekriegt. Ja. Genau, und deshalb, also ich denke, mein Schlaf ist regenerativ jetzt auch nicht der beste, momentan jedenfalls. Deshalb auf jeden Fall für so ein Problem Schlafmaske. Was ich immer noch empfehle, ist zum Beispiel, dass der Raum relativ kühl ist, also nicht so heiß. Also am besten
Fenster vorher ein bisschen aufmachen, durchlüften. Dann, es sollte auch relativ dunkel sein, meiner Meinung nach. Ja. Und so grelle Lichter und so sagt man ja, also jetzt vielleicht Handy vermeiden davor, aber das mache ich persönlich auch nicht. Also das kann ich auch nicht. Ich bin da am Handy noch. Ist halt so. Mhm. Ja. Ja, Dommel, wir haben ja schon Silvester so ein bisschen drüber gequatscht mit deiner Frau. Also du hast gar kein Problem zu schlafen, ne? Nee, es geht. Also jetzt die letzten Tage habe ich ein bisschen Probleme, aber das hatte ich ja, glaube ich, auch Silvester angesprochen, weil es einfach mit dem Coaching gerade so mega durch die Decke geht und ich mir ja dooferweise nicht abschalten kann. Ich mache mir durchgehend Stress. Also ich will immer allen gerecht werden und will es immer sofort und kann dann nicht sagen, pass auf, 22 Uhr Feierabend. Ich habe jetzt mir für heute auch wieder, weil ich dann neue Kunden habe, die ich angelegt habe, die Pläne rausgeschickt und dann will ich auch, dass sie loslegen. Also habe ich jetzt um 21 Uhr noch einen Call, um 22 Uhr noch einen Call, werde dann 100% heute Abend noch ein paar Formchecks machen. Aber prinzipiell schlafe ich sehr, sehr gut. Also ich schlafe tief. Ich werde einmal nachts wach zum Pinkeln, dann lege ich mich wieder hin, dann penne ich wieder. Ich habe eigentlich einen wirklich guten tiefen Schlaf und ich komme auch immer auf meine 7 bis 9 Stunden in der Regel. Krass. Das habe ich mir aber auch antrainiert jetzt, oder beziehungsweise meine Frau, die hat dann so angefangen halt, keine Ahnung. Du hast mal gesagt, das Netflix-Problem war früher bei mir, ne? Also dann war irgendwie 22:30, 23 Uhr alles fertig, machst nochmal Netflix an, Schatzi ist dann auf dem Sofa eingeschlafen und ich sitze dann noch bis 1, 2, guck nochmal was. Und jetzt sage ich mir einfach, letzte Mahlzeit gegessen, halbe Stunde Fernseher an und dann ist auch egal, ob gerade spannend oder nicht, Fernseher aus, Bett, Handy weglegen und dann dauert es 5 Minuten und dann penne ich. Also ich bin eigentlich immer, wenn ich nicht bis um 1 Pläne schreibe, um 12 am Schlafen und stehe dann so um 8 immer auf, mache mein Cardio. Was ich auch sagen muss, dass das ist jetzt zwar wieder Werbung, aber das REM von HPN, das hat da auch ganz schön meine Schlafqualität verbessert, vor allem in Bezug auf Schichtarbeit. Also wenn ich tags schlafen muss, dann schlafe ich mit dem REM viel tiefer, viel erholsamer und auch mehr durch. Also das Problem ist immer, wenn du am Tag schläfst, ich wach sonst immer um 2 Stunden oder bin sonst immer um 2 Stunden und muss aufgewacht. Keine Ahnung, warum das so ist, aber irgendwie ist der Körper dann anscheinend eigentlich im Wachzustand. Ist wie wenn du auf der Couch einschläfst, dann wachst du auch auf. Also du schläfst auch nie, komischerweise, wenn du auf der Couch einschläfst, du schläfst auch nie irgendwie durch. So, ne? Außer ist da GABA drin? Weißt du es? Nein, naja, absichtlich nicht, weil es viele Leute nicht vertragen. Ich bin da auch genau. So, dass ich da Herzen habe. Ja, cool. Ich kann es auch nicht. Auch Panikattacken, ne? Warte. Ja. Herzrasen, Panikattacken. Ja, genau. Mhm. Ja, und bei dem REM ist es, wie gesagt, du schläfst, ich habe mit weniger Schlaf erholsameren Schlaf. Also ich fühle mich, selbst wenn ich mal nur 5 Stunden schlafe oder so und ich habe das Zeug genommen, fühle ich mich relativ gut erholt. Und, ja, was ist da drin? Da ist drin Magnesium und ich habe es hier, ich hole es kurz. Ja. Vitamin B6, glaube ich. Ashwagandha natürlich. Sensoril Ashwagandha ist ja auch nochmal sowas, was die Leute nicht drin haben. Also die meisten Supplement-Firmen nicht drin haben, sage ich jetzt mal, weil es zu teuer ist. Das KSL66, ne? Oder wie ist das? Nee, Sensoril. Der Extrakt nennt sich Sensoril. Und der hat die besondere Eigenschaft, dass er noch einschläfernder wirkt. Also es gibt ja verschiedene Extrakte von Ashwagandha, also verschiedene Arten genau. Von Extrakten. Und das KSM66 ist zum Beispiel eher so in Intraprodukten drin, weil es eben auch, es wirkt zwar in einer gewissen Weise cortisoldrückend, aber jetzt nicht sedierend. Und dieses Sensoril, das wirkt eben eher sedierend, also es ist eher so, was das schläfriger macht und sowas. Also drin sind 30 Milligramm B6, 400 Milligramm Magnesium, 25 Milligramm Zink, und halt 500 Milligramm Ashwagandha-Proportion und L-Theanin zur besseren Aufnahme. Ja, und gemerkt habe ich das halt dadurch, dass es mal ausverkauft war und ich es dann nicht mehr hatte. Und dann war mein Schlaf wirklich unruhiger. Also jetzt nicht viel schlechter oder so, aber unruhiger. Ich bin öfter aufgewacht und ich war nach einer kurzen Zeit Schlaf nicht so erholt wie mit. Eine gute Frage. Ist ein Sub, was mega intelligent als letzte Einnahme ist, aber bis auf das Ashwagandha ist da jetzt nichts wirklich dabei, was schlaffördernd ist. Magnesium. Natürlich. Magnesium. Das sollte man alles eher am Abend nehmen, weil es den Körper in Ruhezustände versetzt oder beruhigend wirkt. Nee, Magnesium tatsächlich über den Tag verteilt immer. Nee, Magnesium bis Lithium, das ist am besten, wenn du es abends nimmst. Das fördert auch wirklich den Schlaf, genauso wie B6. Okay, B6 hätte ich jetzt tatsächlich noch dazu gerechnet, ja. Aber ich denke mal, das Entscheidende wird das Ashwagandha sein. Genau, ja, okay. Ja.
Habt ihr es denn auch gehabt, jetzt zum Beispiel nach Silvester, dass wenn ihr mal einen Abend ein bisschen später ins Bett geht, dass ihr gleich direkt die nächsten 5, 6 Tage komplett im Arsch seid? Nee? Nee. Bei mir schon. Ich bin halt auch so ein Mensch, ich habe meine festen Zeiten, also ich stehe morgens um 5 auf, okay. Bin abends um 10 im Bett und wenn ich das ein bisschen verschiebt, bin ich direkt irgendwie kaputt am nächsten Tag und jetzt mit Silvester war es halt 2 Uhr, weniger Schlaf und ich merke das tatsächlich dann 3, 4 Tage. Ich werde auch tatsächlich um 10 wirklich müde. Es sei denn, ich knall mir da Koffein rein ohne Ende. Willkommen in meinem Leben, Torben. Ja, du hast ja noch Schichtarbeit, ist ja noch schwieriger. Ich habe das immer so. Ich wechsle 2-mal die Woche von um 180 Grad, wann ich aufstehe oder wann ich einschlafe. Ich habe auch eine Frage. Ich glaube, der hat mir sogar noch privat geschrieben. Er hat mir privat geschrieben. Ich suche das mal kurz raus, weil seine Frage nicht in den Sticker gepasst hat. Wo ist er denn jetzt? Oh. Das ist die Kacke, wenn man so viele Anfragen kriegt. Das ist die Kacke, wenn du jetzt Fame bist, so langsam, ne? Lieber zu viel als zu wenig. Hör auf. Leute, schreibt mir bitte weniger. Okay. Also ich muss mir den Namen mal merken, ich muss den suchen. Okay. Oder Screenshot in Zukunft. Ja, wäre clever. Oder ein bisschen seinen Podcast vorbereiten. Da, ich hab's. Moin, ich hätte eine Frage für die Massenkonferenz. Ist nicht direkt Bodybuilding-spezifisch. Ich kämpfe mit extremer Müdigkeit, wenn ich deutlich später ins Bett gehe als sonst. Kurz zu mir, normaler Bürojob, Nebenjob 2-mal die Woche und im Fitnessstudio. Stehe täglich gegen 5 auf, also so wie ich, ab und zu auch am Wochenende, wenn ich im Studio arbeiten muss. Gehe unter der Woche gegen 9:30 ins Bett. Bin morgens und tagsüber nicht müde, habe kein Tief oder ähnliches, abends werde ich dann aber sehr müde. Das ist ja auch gut. Gerade am Wochenende, wenn man mal unterwegs ist, ist so eine scheiß Situation, wenn man um 22, 23 Uhr einfach total müde und abgeschlagen ist, einfach nur noch pennen will. Hört sich vielleicht nicht tragisch an, aber nervt extrem. Hab schon viel versucht, abends mehr Kaffee trinken, Koffeintabletten, Energy, aber es hilft alles nichts. Also er wird jeden Abend um 22, 23 Uhr einfach komplett müde. Windows-Ton, so dieses voll runterfahren. Gibt ihr Tipps an ihn? Nee. Also eigentlich ist es ja geil, dass er diesen Rhythmus hat, ne? Dass er jeden Abend so müde wird und seine 7 Stunden so kriegen. Ich dachte jetzt, bevor das Schema kam von der Frage, man könnte sich mal auf Narkolepsie testen, weil viele Menschen das haben und gar nicht wissen, aber der hat ja jetzt nicht geschrieben, dass er tagsüber auch einpennt. Ne? Also. Nee, eben. Und beim Gehen, keine Ahnung, also wenn er sich dann um 22 Uhr, wenn er unterwegs ist, der ist ja doch dann auch aktiv. Weil die nächste Option, die ich jetzt so als Idee hatte, war einfach sein Aktivitätenlevel hochhalten. Ne? Also wenn ich unterwegs bin, dann werde ich eigentlich nicht müde, außer man sitzt sich dann irgendwo in der Ecke und redet mit keinem. Ne? Ja. Also ich habe das so, wenn ich die erste Nachtschicht habe in der Woche, dann habe ich auch so einen Punkt, wo ich ganz, ganz, ganz extrem müde werde und denke, Alter, ich schlafe gleich ein. Das dauert dann so eine halbe Stunde und dann bin ich aber dann, irgendwie durchbricht man dann da diese Müdigkeitssignale vom Körper. Ich denke mal, dann schießt irgendwie Adrenalin so ein bisschen rein oder irgendwas, wird dann der Körper ausschütten, damit er diesen Zustand irgendwie übersteht. Und dann geht es irgendwie voll weiter. Also dann bist du wieder voll wach. Ich habe so die Lösung. Ja? Riechsalz. Eine Nase. Geil, ich habe dran gedacht die ganze Zeit. Ich auch. Um 22 Uhr das Ding rausholen, irgendwie im Kino. Ja, genau. Oh. Ich habe dran gedacht, ich wollte sie erst als Ärztin ansprechen. Ja. Ich habe das noch nie genommen, ist das so krass? Ich wurde an Silvester entjungfert. Torben ein Riesalz geschenkt, aber mit der Vorgabe, er musste das vor allen Leuten probieren bei uns hier. Okay. Und warst du wach, ja. Bis 2 Uhr gut durchgehalten. Ich habe es auch heute im Training benutzt und mal eine richtige Nase genommen, Dommel. Ja, ich habe hast es ja geschickt, aber hast nicht hier so einen vorsichtigen, sondern mal. Nee. Ich hänge schon in den Haken schon mehr drin, in der Pendulum, habe dann eine Nase rein und. Und ohne Scheiß, bei der 6. Wiederholung wirst du klar und dann weißt du erst, was los ist, ne? Also ich finde es mega geil. Ja, als das Tränen aufgehört hat. Ja, genau. Die beste Story damit ist hier Dennis, der auch bei uns mit war. Der hat sich dann auch eins aus dem Laden mitgenommen, lag in der Beinpresse und hat dann auch frisch aufgemacht, gerochen und dann hat er er hat es mir am nächsten Tag erzählt. Er konnte nicht trainieren, weil ihm ist alles gelaufen. Die Nase, die Augen. Er ist nach dem Sitz total stinkend sauer ins Badezimmer oder halt auf Klo gegangen im Fitnessstudio, hat sich die Nase geputzt, Wasser ins Gesicht und kam dann in den Laden am nächsten Tag und meinte, Alter, wie kann man mit so einem Scheiß trainieren? Ich war 10 Minuten auf dem Bad und musste erstmal wieder auf mein Leben klarkommen. Du musst einfach loslegen, wenn es knallt. Mhm. Am besten schon dranbinden irgendwie an das Gerät. Ja. Martin, hast du noch Tipps?
Ja, kannst du auch was anderes durch die Nase ziehen. Nein. Wenn er beim Bund ist, vielleicht so ein Adrenalin-Pen mitnehmen aus dem Überleben. Ja, genau. Ja, zack. Ja, nee, keine Ahnung. Ich finde die Frage komisch. Also, wie gesagt, also ich würde sagen, kneif einfach mal die Arschbacken zusammen, wenn du länger wach bleiben willst. Bring die halbe Stunde rum. Dann wird es irgendwann besser. Ja. Frische Luft. Wenn er irgendwie bei Freunden ist und er merkt, er wird müde, dann geh irgendwie raus an eine frische Luft. 5 Minuten und komm wieder rein. Ja. Und plötzlich finden sie nicht wieder. Irgendwo eingeschlafen. Das ist aber auch schon ein ziemliches Luxusproblem, muss ich sagen. Also das, ja. Da würde ich mich gerne gern mit dir tauschen, mein Freund. Ja, gerne mal so um 10 Uhr einschlafen können, ne? Ja, oder einfach halt so knack weg. So. Ja. Ja. Also ich gehe auch tatsächlich immer nicht müde ins Bett. Also wenn ich wollte, ich könnte bis nachts um 4 irgendwie auf dem Sofa sitzen und was gucken. Ich werde wenig müde, also ich bin eigentlich wach. Okay, ich kann überhaupt nicht pennen, zum Beispiel nach dem Beintraining. Da denke ich, eigentlich denkt man ja, nach dem Beintraining müsste man richtig gut schlafen. Aber ich habe das so oft, dass ich wirklich manchmal bis 3, 4 Uhr nachts wach im Bett liege, zwischendurch aufstehe und denke, ey, jetzt guckst du wieder Fernsehen, weil ich nach dem Beintraining ganz oft Schlafprobleme habe. Und ich habe das Problem, ich liege dann auf der Couch und bin so halb so am Einpennen, so mit den Augen. Und dann gehe ich ins Bett und dann irgendwie kann ich nicht schlafen. Ja. Nach dem Beintraining. Ja, genau, explizit nach dem Beintraining. Ja, man ist Matsche, man ist kaputt, aber man kann nicht richtig in diesen Tiefschlaf. Ja, genau, man denkt sich, boah, schlafen wäre jetzt so geil und alles. Und dann ist aber meine Herzfrequenz auch immer noch so ein bisschen erhöht. Ich merke dann richtig, so wie mein Herz arbeitet, so noch ein bisschen. Zentrales Nervensystem zerschossen. Genau, wollte ich gerade sagen, das liegt wahrscheinlich daran, weil man sich das zentrale Nervensystem weggeschossen hat, ne? Ja, deswegen Beintraining immer morgens. Eigentlich. Das sind ja so typische Übertrainingssymptomatiken, wenn man einfach nicht pennen kann. Ja. Warte mal, du bist im Übertraining. Ich bin immer im Übertraining. Wir müssen uns Sorgen machen und nicht. Ja, nee, ich glaube echt, momentan habe ich so ein bisschen zu viel Stress. Ja. Ja, auch regenerative Maßnahme, ne? Stress irgendwie reduzieren, was willst du machen gerade? Du kannst ja weniger arbeiten, du kannst Aufnahmestopp machen. Ja. Stress aufnehmen. Ja. Nein, ich habe jetzt schon ein paar Ansätze, die ich da jetzt umstelle, die Tage, aber das ist ja positiver Stress. Ja. Was hast du vor? Willst du es verraten? Ja, würde jetzt eh. Ich habe angefangen, weil ich war ja total der Fan von diesem Live-Coachings vor Ort-Treffen. Und das muss ich jetzt einfach runter reduzieren. Ich habe mir jetzt eine Liste gemacht oder bin noch dabei, habe die angefangen vor dem Podcast. Ich werde alle Kunden anschreiben, die diese Live-Checks hier vor Ort haben. Und die kriegen dann die Option, entweder den Coaching-Vertrag zu beenden, auf ein reines Online-Coaching umzustellen. Oder zum Jakko zum Live-Check zu kommen, weil der hat ja noch nicht so viele Kunden, sage ich mal, zum Start. Der ist ja erst seit einem Monat da und werde mich dann auf Online-Coaching spezialisieren und auf Wettkampfvorbereitung. Also klingt so doof, wie es ist, aber man muss jetzt tatsächlich die Prioritäten setzen und dann sich die Athleten raussuchen. Und ich muss mich mehr aufs Online-Coaching fokussieren, weil ich da einfach mehr Masse abarbeiten kann und tatsächlich sogar genauer arbeiten. Also mein Coaching leidet halt dann irgendwann darunter, weil ich nicht mehr die Zeit habe, mich um alle Kunden zu kümmern. Und der größte Zeitfresser ist es, heute zum Beispiel hatte ich 4 Live-Kunden, das heißt 15, 16, 17, 18. So, also sind schon mal 4 Stunden komplett weg für 4 Kunden. Gestern Abend habe ich 2 Neukunden angelegt und 4 Online-Form-Checks gemacht in 2,5 Stunden. Ja, da habe ich alles detailliert auf dem Rechner, ich sehe die Fotos und der Florian war heute da, der ist seit 3,5 Jahren im Coaching. Ich mag den mega gern, ich würde mich super gern mit seiner Frau treffen im Kino oder einen Grillabend. Aber man quatscht dann halt 10 Minuten, 15 Minuten effektiv übers Coaching und dann ist man halt 45 Minuten noch am Schnacken hier so, ne? Das ist aber dann so meine Arbeitszeit und du kannst ja halt den Kunden dann auch nicht sagen, so dicker 15 Minuten rum, fahr mal wieder deine 3 Stunden nach Hause, die du gerade hergefahren bist, ne? Weil die kommen ja teilweise mit Fahrzeiten von 4,5, 5 Stunden dann zum Live-Check hierher gedüst, ne? Also das muss ich halt einfach reduzieren und dann werde ich nochmal die Tage einen Post machen, dass ich mir bis Mitte des Jahres nur noch 10 Kunden dazu nehmen werde, die persönlich von mir betreut werden. Und da sollen es auch bevorzugterweise Wettkampfathleten sein. Aber Wettkampfathleten können auch zum Live-Check kommen. Oder auch nicht mehr. Ganz brutal gute, ja. Wenn man so mal die letzte Woche vom Wettkampf nochmal gucken oder so. Ach so, ja, also das auch für alle so Wettkampf, da bin ich ja auch raus. Selbst meine Online-Kunden, die einmal die Woche einen Formcheck haben, die
können mich die letzten 2 Wochen vom Wettkampf, lasse ich mir eh täglich Bilder schicken, teilweise nach 2 Lademahlzeiten täglich. Also Wettkampf, da schlafe ich auch mal gern 2 Wochen gar nicht, wenn es dann um die Wettkämpfe geht, der Leute. Aber ich meine jetzt, weißt du, was ich meine? Offseason läuft, kommst hierher, bist stärker geworden, kriegst das Essen rein. Wir erhöhen, keine Ahnung, 150 Kalorien, gucken, was im Training nicht funktioniert hat. Nach 5 Minuten ist das Coaching eigentlich vorbei. Dann messe ich die Hautfalten, die Umfänge und dann sitzt du hier noch 5 Minuten und denkst dir, okay, ist zwar mega nett der Typ, aber eigentlich könnte ich jetzt direkt den nächsten Formcheck machen. Ne? Mhm. Martin, wie machst du das? Du hast ja auch unzählige an Klienten, ne? Ja, ich mache es halt mit meiner Freundin zusammen, ne? Also dementsprechend habe ich einzeln gar nicht so viele. Also wahrscheinlich sind es trotzdem schon noch, ich würde mal sagen, dass ich habe vielleicht so 80, 90, Selina hat nochmal so 50 Klientinnen. Oh, krass. Man kann sagen, das ist ordentlich. Ja, also 100, 130 ungefähr sind es insgesamt. Und, aber bei mir ist fast alles online. Also bei mir, es gibt so 2, 3 Athleten, die so aus der Nähe kommen, die kommen hin und wieder mal vorbei. Aber jetzt nicht jeden Formcheck. Also die fragen hin und wieder mal, könnte ich mal wieder persönlich vorbeikommen? Und dann kommen die auch hierher. Dann mache ich auch meistens nochmal so eine, weil es die immer interessiert, so eine Hautfaltenmessung, dass man da so einen Anhaltspunkt hat und sieht, in welche Richtung es geht einfach. Aber das meiste ist online. Und wir machen ja auch gerade eine App, also wir kriegen jetzt noch eine App dazu, die haben wir uns programmieren lassen und da wird das Ganze dann noch einfacher, genau, und nicht so zeitfressend. Ja. Wie hast du Wettkampf- und Lifestyle-Coaching verteilt? Es sind extrem viele Wettkampfathleten dazugekommen, das muss ich sagen. Also ich würde trotzdem noch sagen, dass ich mehr Lifestyle-Leute habe, aber ich würde jetzt mittlerweile tatsächlich schon fast so 60-40 sagen. Oh, krass. Jetzt fürs Frühjahr habe ich über 20 Leute auf alle Verbände verteilt. Ich bin da die ganze Zeit am Rumfahren, dann wahrscheinlich jedes Wochenende, ne? Von FIBO, dann EM bei DBFV, dann die ganzen NPC-Wettkämpfe, Polen, Portugal, Alicante wahrscheinlich. Genau, also da ist volles Programm. Wird auf jeden Fall. Aber ich freue mich drauf, ne? Also ich liebe das. Also ich so unterwegs zu sein, auch auf Bodybuilding-Wettkämpfen, das ist immer so ein geiles Gefühl, du kennst so die Leute, ne, kannst mit jedem mal reden und so, also das ist genau meins. Ja. Ja, Dom, eine App wäre auch mal was für euch. Vielleicht kommt ja immer nur eine. Vielleicht kommt ja eine, vielleicht. Okay, Leute, wollen wir noch ein paar Fragen beantworten, bevor wir die gar nicht mehr schaffen? Yes. Ja. Okay, sollten die Kampfrichter den Trend in der Wellnessklasse zu extremer Muskulatur stoppen? Ja. Ja. Ich würde jetzt nicht unbedingt ja sagen, aber bei manchen, also ganz ehrlich, man sollte halt einfach abwerten, wenn du zum Beispiel siehst, eine Frau arbeitet hier mit was weiß ich, Hyaluron oder hat ein Silikon. Jo, das ist Punkt Nummer 1, aber es wäre nochmal ein anderes Thema sogar, finde ich. Ja, natürlich sollte jetzt eine Wellnessathletin obenrum nicht aussehen wie eine Physikathletin. So, ne? Das auf jeden Fall. Aber ich finde jetzt die aktuelle Wellness-Champion, Franziel Matos, ich finde, die sieht eigentlich super aus. Also, wenn das sich an dem orientiert und man orientiert sich einmal an Miss Olympia oder Mr. Olympia, dann finde ich das eigentlich gut so, wie es ist. Ja, es gibt dazwischen, ich weiß jetzt nicht 100%, wie heißt die, Extreme Woman oder Extreme? Ja, das ist die Freundin vom Lukas Modzelewski. Ja, so das, da finde ich dann schon okay, das ist drüber, Alter. Das ist irgendwie von der Wellnessklasse. So, Wellness war für mich irgendwie ein trainierter sportlicher Oberkörper wie in einer Bikini-Klasse mit einer, sag ich mal, beinlastigen Verteilung und einem mit mehr Gluteus und mehr Beinverteilung. Und generell finde ich, ist das wie in allen Klassen. Ich glaube, wir hatten das Thema mit Men's Physik. Ja. Men's Physik sieht für mich auch nicht mehr aus wie eine, sag ich mal, eine Beach-Klasse, die man. Oder wie eine Fitnessklasse oder wie eine Men's Physik, wie das halt mal geschaffen wurde. Ne? Die sehen aus, als wenn sie im Open Heavyweight starten und einfach die Beine nicht trainiert haben. Ne? Ja, eigentlich lächerlich finde ich, ganz ehrlich. Also ich finde, das sollte man wirklich abschaffen, weil was ist das für ein Quatsch, einen Bodybuilding-Oberkörper zu haben und dann so eine komische Badehose anzusehen. Ja. Du musst es ja eigentlich, du willst ja irgendeine Klasse haben, das ist ja eigentlich für den Mainstream gedacht, die sich mit diesen Brocken nicht identifizieren können, dass die irgendwie so ein Ideal haben, so einen geilen Strandbody halt zu haben. Und wenn dann jetzt haben wir die Diskussion Classic Physik, dann nimmt das Namen, den Namen Classic raus. So. Das ist ja auch nichts mehr mit Classic zu tun. Die Hosen werden immer kürzer, die werden immer muskulöser. Ne? Also prinzipiell kann man jetzt die ganze Diskussion lostreten, soll man irgendwie alle Klassen nochmal neu verteilen. Ne?
Also ich würde immer so vom Ursprung gehen, auch bei Classic, das habe ich auch neulich gepostet. Eigentlich hat man das ja eingeführt, weil man irgendwann ist halt, sind halt diese Freaks gekommen und dann hat man gesagt, also viele haben so gesagt, ja, so in den 70ern war das Bodybuilding besser. Und dann hat man eigentlich für diese Leute diese Classic Physik eingeführt, die an den 70ern orientiert sein soll. Und da kommen jetzt teilweise Leute auf Pro Qualifiern, die das gewinnen, die null Classic aussehen. Die sind einfach nur hart und muskulös, ziehen sich so eine scheiß Classic Physik Shorts an und gewinnen dann. Auch hier Patrick Teutsch, der ist 0% Classic. Ja. Der ist einfach nur hart gewesen, hat sich ins Gewichtslimit reingedrückt und hat halt die Show gewonnen. Aber wenn du mal wirklich nach Classic-Kriterien werten würdest, sollte der gar nichts gewinnen in der Classic, finde ich. Ja. Ja, eigentlich hat sich die Classic-Physik so zu so einer leichteren Bodybuilding-Klasse entwickelt. Ne? Ja. Vor allem auch die, ich finde auch so, gerade diese ganz, ganz extrem krasse Härte ist auch nichts Classy so irgendwie so. Ne? So, wenn der Schwarzenegger, der ist weich dagegen, ne? Oder war ja, weich dagegen. Ja. Ja. Und ja, also das geht alles, ich finde, es geht alles immer so ins Extreme, wie die eigentlich die Open-Klasse, wovon sie ja eigentlich weg wollten, von diesem ganzen absoluten Extrem. Aber ich finde jetzt zum Beispiel die Classic-Physik ist teilweise noch viel extremer, weil die ja sich noch viel weiter runterziehen, damit sie dann das Gewichtslimit schaffen, damit sie dann irgendwie innerhalb von 2 Tagen wieder 5 Kilo aufladen können, um dann muskulöser zu werden. Also eigentlich müsstest du die Wertungskriterien ein bisschen verändern in allen Klassen und dann mehr nach der Linie gehen und nicht nach Muskulosität und Härte werten, weil irgendwie kommt es mir so vor, als wäre in jeder Klasse, außer jetzt vielleicht Bikini, immer noch Muskulosität, also weil wir brauchen, glaube ich, nicht darüber diskutieren, dass Bumstead zum Beispiel der muskulöseste einfach ist von allen. Mhm. Und davon halt irgendwie in diesen anderen Klassen, außer in der Open und in der 212, mal ein bisschen wegzukommen, um zu sagen, hey, ich werte jetzt nicht Muskelmasse-Härte als primäres Kriterium, sondern ich werte dann wirklich Körpersymmetrie in der Classic oder dann wirklich Harmonie von der Muskelverteilung oder Linie und so weiter, dass ich das dann mehr werte, genauso wie es dann in der Wellness vielleicht dann auch einfach eben auch mehr auf diese Linie und alles geht, wobei die, ich finde, da geht es die Bewertung auch noch. Also die Gefahr ist halt nur, dass sich diese Wellness-Klasse auch noch mal ein bisschen steigert. Ne? Also es geht immer mehr und irgendwann stehen die dann auch mit absoluten Streifen im Arsch da. Wollte ich gerade sagen, teilweise sieht das aus wie Männerbeine unter einen Frauenkörper geschraubt. Weil wenn die den Arsch durchspannen, glaube ich, sind die teilweise durchgestreift. Ja, und in der Rückenansicht geben die ja nur Druck quasi auf den Adduktor und auf den Beuger und der Arsch ist ja nicht mehr angespannt. Ne? Ja. Das ist ganz witzig, wenn man sich überlegt, wo das herkommt. Also früher, als die Wellnessklasse eingeführt worden ist beim DBFV, da weiß ich noch, da hieß das halt, ja, das sind Bikinis, die Diät nicht durchgezogen haben. Ja. Die halt so letzten Fettpölzer drauf sind. Mhm. Aber immer noch so beim DBV teilweise. Aber DBV ist es, ja. Was da teilweise in der Newcomer rumläuft, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei die Diskussion habe ich auch schon oft, wenn neue Mädels kommen und die sagen, die wollen in der Wellnessklasse starten. Warte mal, jetzt Nick, ich glaube, Kevin hat noch nicht Kopf geschüttelt, weil ich was sagen wollte. Hat Kopf geschüttelt, doch. Man muss ja gucken, wegen dem Potenzial, dass jetzt eine Wellnessathletin, die auf einer Newcomer startet, nicht so aussehen kann, nicht so die Proportion hat und nicht so hart ist wie jetzt eine Profiathletin, das ist ja klar. So, und dass sie eventuell auch in ihrer ersten Saison noch nicht die absolute Härte hat, ist auch klar. Also man darf es jetzt nicht so verteufeln, aber prinzipiell... Da gebe ich dir voll recht. Ah, okay. Jetzt dachte so war das nicht gemeint. Okay, ja. Also gerade in so Klassen, Wellness, Classic Physik, da kann man relativ früh sehen, Alter, wird das jetzt was mit dir, mit deiner Genetik oder nicht? Genau. Wo man dann sagt, so eine Lisa Maiswinkel zum Beispiel, also ich kenne sie ja schon relativ lang, auch hab dann früher auch bei Anton in meinem Studio mit ihr, also nicht mit ihr, sondern auch trainiert, wenn sie da war, ne, mit ihrem Freund. Und da hast du schon gesehen, Alter, die hat der Fahrwerk generell so ab Bauchnabel nach unten, das war schon immer abnormal gut. Ja. Auch schon als die in der Bikini-Shape dann da beim NAC gestartet, hast du schon gesehen, dass der Unterkörper einfach so dermaßen dominant ist. Ja. Und weil die so klein ist, hat die auch sogar diesen freaky, bubbly Po und Beinstrecker und alles. Und da hast du einfach schon gesehen, okay, die hat das Zeug dazu. Aber wenn dann halt so eine ankommt, die halt dann auch so ein bisschen aussieht wie ein Dreieck, weißt du so. Und dann, ja, ich will in die Wellness, dann so, kannst du versuchen, aber das wird wahrscheinlich nichts. Das ist genauso wie, genau. Ja. Und hast du recht. Weil wenn jetzt so Frauen kommen, die einfach sich als Wellnessathletin schimpfen, weil sie einen fetten Arsch und fette Beine haben, der in der Leggings halbwegs in Form gedrückt ist. Ja, ne? Genau. Das ist ganz oft, dass Mädels sagen, ich würde gerne in der Wellness starten oder ich sehe mich in der Wellness und du schaust den Unterkörper an und das ist eigentlich nur Fett so. Und du denkst dir so, wenn du eine Diät mal durchziehst, bleibt da gar nichts mehr übrig von deinem Arsch. Ja.
Du kennst ja auch diese Mädels, die immer dann sagen, ja, in der Diät, ja, endlich habe ich wieder Arsch oder ich verliere meinen Arsch in der Diät, dann denke ich mir, ja, weil... Nein, du hattest noch nie einen Arsch. Du verlierst einfach nur dein Fett, du hattest nie einen Arsch. Ja, genau, ja, cool, ja. Das muss man auch mal ganz klar sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen assi, aber 90% der Frauen, die du im Gym siehst, trainieren alle Arsch. Die trainieren alle, machen alle ihr Hip Thrust, machen alle ihre Kickbacks. Und wie viele davon haben wirklich einen Arsch, wenn du mal eine Diät machst? Vielleicht 1%. Ja, reicht da schon, wenn du einfach mal die Leggings ausziehen würdest und dann das nicht mehr alles in Position gehalten wird, wollte ich gerade sagen. Dann hast du Zellulite und sonst irgendwas, aber keine Wellnessathletin da stehen meistens. Ne? Also ich finde, viele Mädels, die so trainieren, haben schon einen guten Arsch, aber halt keinen Wellnessarsch. Also es ist halt dann ja, einfach, weil wenn die dann abnehmen, oder sowas, ich meine, also ich finde den Arsch von meiner Frau zum Beispiel dann auf Diät auch geil, aber wenn sie eine Hose anhat, dann ja, ne, das ist dann einfach kein so Wellness-Arsch, wie jetzt zum Beispiel von Lisa Weißwink, die man sich jetzt für eine Wellness... Meine Freundin auch so, ja. Und die, ja, ich denke mal bei jeder. Und die ist ja auch natürlich, ne? Ich meine, unser Arsch verschwindet auch, Alter. Also meine, meine Boxershorts, ich trage nur so enge Boxershorts, die sind dann auch, da kann ich auch reingucken dann später auf Diät, ne? Ja, also, ihr müsst den Plan von Dommel machen, der wächst der Arsch. Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist bei dir. Ich bin immer noch der Meinung, ich habe dir aus Versehen so einen Wellness-Bikini-Plan geschickt. Also. Ich glaube, du willst mich da starten lassen. Aber beim DBRV... Fick dich. Aber im DBRV habe ich das Gefühl, dass sie noch diese klassischen Klassenbezeichnungen irgendwie noch ein bisschen härter verfolgen. Da wirst du auch abgewertet, wenn du halt zu viele Streifen im Bein hast, als Figurathlete zum Beispiel. Ach, hatte ich heute auch als Thema mit einem Mensphysikathleten, der ist aktuell im Aufbau und dem habe ich heute dazu geraten, nicht beim DBV zu starten, gar nicht, weil ich was gegen den Verband habe, nur ich hatte mal den Diego Vasquez vorbereitet, dem wurde Backstage von allen Mensphysikathleten gratuliert, weil der einfach so rausgestochen hat, der hat halt 100 Kilo trocken gewogen auf 1,75 Meter, hat das Problem, dass er eine Beinschwäche hat, nicht die schönste Linie, aber obenrum einfach geisteskrank brutal. Und der hatte vorher von der Jury schon gesagt gekriegt, die Mensphysik ist aber nichts für dich, weil du bist zu muskulös. So, jetzt gehe ich hin und sage dann, okay, aber wir sind jetzt auch nicht auf einer Tanzveranstaltung, es geht ja prinzipiell um Muskulatur. Und wenn man sich jetzt an die höhergradigen Klassen orientiert, wenn man nämlich so werten würde auf einem regionalen Show, dann hast du ja irgendwann diesen Sprung zu, sage ich mal, dem Ziel, was man hat, Profi zu werden. Dann kannst du erstmal 5 Jahre ins Blaue reintrainieren, damit du irgendwann mal das Maß an Muskelmasse erreicht hast, weil der DBRV halt einfach sagt, okay, Mensphysik ist für mich, keine Ahnung, ein wenig muskulöser definierter Körper. Da finde ich, muss man dann auch irgendwann, auch wenn wir das Thema vorhin hatten, wo ist Mensphysik und was ist Bodybuilding, aber da muss man irgendwo die Grätsche finden oder sich dann halt nach oben orientieren oder einfach nicht immer sagen, wenn einer muskulös raussticht, das finde ich auch in den Bikini-Klassen teilweise so eigentlich. Das richtige Wort wäre gemein. Du hast eine harte, muskulöse Athletin auf einer Newcomer-Meisterschaft, hatte ich jetzt in der Figurklasse, wo alle Coaches und alle sagen, die hat auch auf der Dennis James eine Klasse gewonnen, in der Figurklasse, auf dem Pro-Qualifier, die Kali von mir. Mhm. Die haben sie eine Newcomer auf den 6. gestellt und davor waren solche, ich sage das jetzt einfach so, Grotten, die waren so unmuskulös und wirklich von allen Jurys habe ich mir die Meinung geholt und die sagen, die war zu muskulös für eine Newcomerin. Und dann denke ich mir, was ist denn das hier für eine Veranstaltung? Das ist doch eine Bodybuilding-Veranstaltung. Wie kann man jemanden, der zu gut ist, auf einer Newcomer-Meisterschaft dann nicht gewinnen lassen? Was soll so ein Schwachsinn? Das verstehe ich bis heute. Da musst du jetzt zum NPC halt, oder mit dem Diego auch. Ja, habe ich dann nachher auch sofort gemacht und auf dem NPC hat sie eine Pro-Qualifier gewonnen. Also, ich verstehe aber diese Aussage nicht. Beim DBV gibt es manchmal so fadenscheinige Erklärungen dann bei irgendwas, das ist, die saugen sich das noch immer aus den Fingern und irgendwie dann siehst du aber dann doch wieder einen, der dann genau dem Standard entspricht, den dein Athlet eigentlich war, in einem anderen Jahr, der gewinnt dann oder die gewinnt dann. Das ist manchmal so schwammig bei denen. Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen mit dem Mensphysik, ich finde, man müsste halt in einer Profiklasse dann wirklich auch einen Standard setzen, hey, so müsst ihr aussehen. Das Problem ist aber, das Grundprinzip von Bodybuilding ist ja immer mehr, härter, besser. Und das überträgt sich auf alle Klassen. In der offenen Klasse sagt ja keiner, oh, die sind zu muskulös oder die sind zu hart oder bla bla bla. Klar, was Bodybuilding ist. Aber alle Klassen bauen eigentlich auf der ehemaligen Open-Klasse auf und es muss sich alles immer irgendwie steigern. Natürlich, die wollen nächstes Jahr wieder einen besseren sehen, eine bessere. Und das, entweder man kommt davon weg, dass man sagt, es muss immer mehr, immer besser werden, dass man dann bei einem Look bleibt,
Und dann, ja, es ist halt irgendwie Geschmackssache von der Jury, so der eine, der dieses Jahr gefällt mir der besser, dieses Jahr gefällt mir der besser jetzt, wenn du jetzt nur nach Linie oder sowas oder Symmetrie bewertest. Oder du fährst den Kurs halt weiter, und aber irgendwann kommt dann alles wieder, wird dann alles immer extremer. Ja, ich denke, das wird auch so sein. Und Sachen Chemie sind die Men's Physik-Jungs hundertprozentig genauso unterwegs wie die in der Open. Also das ist dann auch nur Genetik-Sache meiner Meinung nach oder Essenssache. Baue ich jetzt noch mehr auf oder ziehe ich mich in der Diät härter runter oder, aber die fahren genau das, fast genau dasselbe, möchte ich behaupten. Und so sind die Frauenklassen ja dann auch im Endeffekt. Also dann wird halt da dann, wie gesagt, Hyaluron reingespritzt, weil du diese Silhouette einfach nicht mehr krasser hinkriegst in der Natur. Also das ist ja auch diese extreme Silhouette mit dieser Westentaille und dann so ein Pferdearsch und dann solche Schenkel, Alter. Das muss ja dann irgendwie immer extremer werden. Du hast ja in der Top 10 sogar eine gehabt mit einem Brazilian Buttlift, also wo quasi wirklich Implantate im Arschmuskel waren. Und da denke ich mir, irgendwo hört es ja auf. Wie lächerlich ist das denn? Ja, aber da ist halt wieder die Frage, wo fängst du an, wo hörst du auf oder was darfst du nicht? Alle Open Bodybuilder benutzen Synthol, das kann man denen aber auch nicht irgendwie nachweisen, weil du kannst ja dann wieder keinen irgendwie, weiß nicht, was man da machen kann, Ultraschall oder keine Ahnung, dass du irgendwie Muskel reinguckst. Es ist halt die Menschheit, Mann. Man will immer höher, schneller, breiter, ne? Ist ja egal wo. Ich wollte es vorhin als Beispiel sagen, im Sprinten. So früher bist du unter 10 Sekunden gelaufen und das war eine Weltsensation. Heute kommt irgendwann der Usain Bolt, läuft 9,18, dreht sich um und winkt noch den Leuten so, ne? Ja, und in 2 Jahren hast du einen, der unter 9 Sekunden läuft. Oder mittlerweile hast du es schon. Ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt nicht mehr so da in dem Dings mit drin, aber ich glaube, ja, ich denke, das wird nie aufhören, dass es extremer wird. Ja. Der Ansatz war gut mit den Klassen, aber ich denke, davon wird man nicht wegkommen, dass es krasser wird. Wo wir gerade schon bei dem Thema sind, da war auch eine weitere Frage. Und zwar, bekannte oder erfolgreiche Athletinnen betonen immer wieder, oft vehement auch, ihren Naturalstatus. Ist das eurer Meinung nach möglich? Ehrlich? Klar, ehrlich. Das, was die Frauen heutzutage machen, haben die Männer in den 90ern gemacht. So, nein, ich nehme nur Aminotabletten. Das ist alles hartes Training. Was? Ja, Münster, genau. Anabolika ist nicht erlaubt, ja genau. Nee, keine Frau nimmt was, also wirklich nicht. Also glaubst du nicht, dass irgendeine Profi-Figurathletin das auf naturelle Art und Weise geschafft haben könnte? Oder auch eine Bikini-Athletin Profi werden könnte? Profi werden können, ja, wenn du einfach von Natur aus eine gottgegebene Linie hast. Bikini, ne? Figur oder beides? In der Bikini. Figur vielleicht auch noch. Ich verstehe nicht, warum die Leute da so scheiß naiv sind. So, überleg dir doch. Du willst das und das erreichen. Komme, was wolle. Du machst alles dafür, den ganzen Tag. Und dann hast du die Chance, dass du da 10 Milligramm so eine kleine Scheißtablette nimmst, dass du vielleicht nochmal 10% besser wirst. Warum solltest du es nicht machen als Frau? Warum? Wegen der bei Männern fragt man sich das gar nicht so. Ja, ist der ohne Stoff Profi geworden? Nee, das fragt man sich gar nicht, weil Männer damit mittlerweile offen umgehen. Aber die Frauen, die machen da so eine, da können die mich aufregen, die machen da so eine Scheiß. Heck, so ein scheiß Mysterium draus, dass sie dann sagen, ja, ich nehme nichts, ne? Aber am Rasieren und was weiß ich was, ne? Und siehst du dann, dass der Schädel in 2 Jahren um ein Drittel gewachsen ist und die ganze Gesichtsform hat sich verändert? Dann, nein, ich nehme nichts. So ein Superheldenkind, Alter. Ja, weißt du? Nein, ich habe noch nie was genommen. Ja. Ja, das mit dem Kind stimmt, ja. So ein Käfer. Ja, und dann die Leute, die nimmt nichts. Die glauben denen das dann auch. Die hat gesagt, die nimmt nichts, dann nimmt die nichts. Und das wollte ich sehen, sagen. Die sehen die aber auch nur mit 5 Tonnen Make-up drauf dann im Instagram, ne? Der Unterschied bei Frauen- und Männer-Bodybuilding ist, dass Männer mittlerweile, vor 10, 15 Jahren war es ein Tabuthema, hat keiner drüber gesprochen. Da haben die Profis gesagt, ich trinke den Shake von BMS und esse 6 Kilo Hähnchen am Tag. Heute reden alle Männer drüber, weil es irgendwie zum guten Ton gehört, was zu nehmen. Mittlerweile schon, weil auch jeder Podcast, jedes YouTube-Video irgendwie sich darum dreht, ob das ein guter Trend ist oder nicht, sei dahingesagt. Und bei den Frauen ist es einfach noch schick zu sagen, man ist natural. So, man verkauft sich besser, man spricht vielleicht auch mehr von den anderen Mädels an, die zu einem aufblicken und vielleicht sich dann ein Produkt mit deren Code kaufen oder zu denen ins Coaching kommen, weil dieser Wunschgedanke, so auszusehen wie die Athletin, die ich jetzt total toll finde und ich muss nicht mal was nehmen, der triggert, glaube ich, ganz, ganz viele junge Mädels. Und deswegen ist einfach, glaube ich, dieser
Aspekt, dass man offen darüber spricht, in den Frauenklassen noch nicht so weit, dass es halt getan wird. Also ich bin der festen Meinung, dass es ganz, 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 ganz minimale Ausnahmen vielleicht gibt, so wie Martin meinte, man hat die Chance, sicherlich Profi zu werden als Bikini-Mädel und mit einer ganz geisteskranken Genetik, aber dann fehlen dir locker noch 5 oder 10 Kilo Muskeln und Härte. Kannst du auch auf einem schlecht besuchten Pro-Qualifier in der Figurklasse vielleicht Profi-Athletin werden? Aber dann ist das Ding auch schon ausgereizt, weil so, wie Kevin sagt, um so auszusehen wie eine Lena Rammstein, eine Jennifer Zienert, eine Lisa Maiswinkel, da ist überall was drin. Und bei denen hat man ja auch schon Visualisierungserscheinungen und man sieht es ja auch, wenn man ehrlich ist. Ne? Ja, und wenn es nur HGH ist, die meisten nehmen ja HGH schon nicht mal mehr als Stoffen irgendwie mit rein, weil es ja nicht vermännlichen wirkt oder was weiß ich was. Aber es ist auch Doping, ne? Und das. Jennifer Rode hat gesagt, dass Lena Naturalprofi geworden ist. Es gibt, wie Dom jetzt gerade gesagt hat, also ich will jetzt auch nicht alle über den Kamm scheren, ich will jetzt auch nicht sagen, jede, die da Profi wird oder die gut auf der Bühne aussieht, bei den Amateuren auch, nimmt irgendwas, das habe ich nicht gesagt. Es gibt die Ausnahmen bei Frauen, die eine gute Genetik für den Kraftsport haben, ist noch viel geringer als bei Männern, finde ich. Aber die, die dann eine richtig gute Genetik haben, das heißt auch von Natur aus einfach einen höheren Testosteronspiegel, den sie ja brauchen, um mehr Muskulatur aufzubauen, die sind dann wirklich so herausragend, wie jetzt zum Beispiel eventuell, wie gesagt, ich weiß es nicht, eventuell eine Lena Rammsteiner, die dann auch wirklich natural Profi wird. Aber ab einem gewissen Level glaube ich, dass den Frauen teilweise nicht mehr, wenn sie sagen, sie nehmen nichts, weil sie richten ihr ganzes Leben darauf aus, alles. Und dann werden die auch ihre 2 bis 4 Einheiten HGA nehmen oder ihre 5 bis 10 Milligramm Oxandrolon, was ja auch nicht viel ist, muss man sagen. Das kann man ja wirklich meiner Meinung nach dann auch mal machen ab einem gewissen Level, wenn man sich über die Risiken im Klaren ist. Aber das andere Negativbeispiel finde ich, dass im Amateurbereich bei den Frauen teilweise so dermaßen zugelangt wird, von den Coaches aber auch, die Frauen teilweise dumm sind. Also da muss ich auch sagen, da bist du dumm, Mädel, wenn du einfach irgendwas nimmst, ohne zu wissen, was es ist. So, warum nimmst du was? Was nimmst du denn da? Ja, keine Ahnung. Mein Coach hat mir gesagt, nimm das. So, dann bist du einfach dumm, dann bist du lost. Und gerade da im Amateurbereich gibt es viele, die viel zu schnell hinlangen, ohne sich dann wirklich darüber im Klaren zu sein, was es für Auswirkungen hat. Vor allem, wenn ich jetzt ein Newcomer bin, das finde ich immer so heftig, wenn du dann auf einmal eine Newcomer-Athletin siehst, die völlig, vermännliche Nebenwirkungen hat, ja. Ja, genau, und wo du dann sagst, hey Mädel, mach dir doch erstmal Gedanken, wie lange willst du das machen, willst du das überhaupt machen, mach doch erstmal deine Diät, du musst doch jetzt nicht irgendwie auf Biegen und Brechen da jetzt deine All-Time-Bestform hinstellen bei deinem ersten Newcomer-Start, sondern mach doch erstmal den scheiß Sport, 1-2 Jahre, mach mal 2 Saisons, schau mal, was dir das gibt, ob dir das taugt, ob du da dabei bleiben willst. Und wenn dann ein Athlet in 4, 5 Jahre oder 6 Jahre oder sowas dabei ist und sagt, ey, das ist mein Leben, das will ich länger machen, dann kann man auch vielleicht... Oder wenn nach 1-2 Jahren, das sag ich nämlich, also so argumentiere ich das im Coaching, wenn man nach 1-2 Jahren sieht, dass da wirklich Potenzial zu mehr ist und man möchte sein Leben diesem Sport widmen, dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn man nach 1-2 Jahren, sage ich mal, oder vielleicht sogar nach 2 Jahren Training sogar damit anfängt. Aber wenn du nach 2 Jahren Naturaltraining schon besser aussiehst wie 95% der aktuellen Frauen in diesem Sport, dann hast du auch ein Potenzial. Ich finde das, was PEDs bei Frauen angeht, man darf als Frau die PEDs nicht nutzen, um eine genetische Schwäche auszugleichen. Heißt, wenn du deine Genetik siehst, du kannst in der Bikini-Klasse mal ganz gut aussehen, dann nimm doch auch ein bisschen was, um vielleicht eine der Besten zu werden. Aber wenn du als Mädel unbedingt in der Figurklasse starten willst, weil diese Schickimicki und Posen ist nichts für mich, ich bin eine Figurathletin, guck mal, was ich für einen Bizeps habe, aber ich habe auch einen Kinn wie Klaus Peter und eine Stirn, die hier oben anfängt, dann lass es einfach, weil dann hast du auch nicht das Potenzial. Du müsstest dir so viele Substanzen einführen, um überhaupt dahin zu kommen, wo du hin willst, dass du damit ganz bestimmt mit 30 oder 35 nicht mehr so glücklich bist, wie das mal mit 22, 23 bist. Ja. Ja. Martin nickt die ganze Zeit nur. Du bist ja selber auch Verlobter einer Bikini-Athletin, die das Potenzial hat, Profi zu werden, also wirklich das Potenzial hat. Und du kriegst wahrscheinlich auch mit, in welchen Kreisen sie sich bewegt. Ich will jetzt gar nicht, dass du jetzt über Selina redest, sondern generell einfach mal über die Bikini-Klasse auch von deinen Athletinnen. Wie siehst du die Thematik? Da sind wir halt wieder beim Thema. Also es kommt immer darauf an, was will die Person erreichen? Wenn das einfach ein Mädel ist, will man auf die Bühne.
dann spielt es eh überhaupt keine Rolle. Ne? Oder, also das, wie der Domi gesagt hat, es kommt immer drauf an, man muss auch gucken, wie ist die Linie von der Athletin und wofür reicht das Potenzial, weil du kannst Genetik nicht durch irgendwie Stoff kompensieren. Und es ist einfach so. Und wenn du eine breite Taille hast, dann ist das Ding schon gelaufen, dann war es das. Gerade so in Bikini-Klasse, Figurklasse und solche Klassen, da kannst du eigentlich schon im Vorfeld sehen, wird es was oder wird es nichts. Und dann macht es auch keinen Sinn, da irgendwie zu stopfen, weil du dann sowieso nicht oben mitspielen wirst. Wofür sollte man dann irgendwie seine Weiblichkeit, sage ich mal, aufs Spiel setzen? Ne? Genau. Und also bei Selina kann ich zum Beispiel sagen, dass sie bis jetzt noch natural ist. Ne? Aber sie ist ja auch noch Amateur und kein Profi. Ja, eben. Aber sie ist ja schon Selina 19, 20. Davor gewesen. Selina ist 20. Ja, aber hat. Oh mein Alter, wenn du jetzt mit 20 anfängst, hier da was reinzurutzen, dann warten wir ab. Bis ja, klar. Aber sie hat. Das ist dann der nächste Punkt. Bei ihr war es ja so, sie ist mit 17 das erste Mal auf die Bühne gegangen beim DBV und hat halt direkt die Newcomer gewonnen. Ne? Und dann hat sie 2 Jahre, also sie wollte danach wieder starten, dann war halt Corona, ging nicht. Und dann hat sie 2021 ist sie dann das erste Mal MPC gestartet und auch direkt beim ersten Pro Qualifier. Sie hat Novice gewonnen, True Novice gewonnen, ihre Klasse gewonnen und im Pro Qualifier hat sie dann, also im Overall hat sie dann nicht gewonnen. Genau, da ist halt dann was anderes so. Also wenn sie jetzt irgendwie irgendwann mal damit anfangen würde, das würde ich noch verstehen. Aber ich meine, in dem Alter hast du noch so viel Potenzial eigentlich, wenn du noch nicht, gar nicht so lange am Eisen bist. Ja, aber das ist so ein Musterbeispiel, wo ich sage, Alter, dann hast du jetzt natural wirklich schon wirklich einen guten Einstand hingelegt, hast gezeigt, du hast was drauf. Und dann, wenn du dann jetzt sagst, du willst jetzt einen Versuch starten, Profi zu werden, fährst auf den Pro-Qualifier, nimmst dann die letzten 3 Wochen ein bisschen Oxandrolon mit rein oder die letzten 4, um dann nochmal ein bisschen mehr Härte und ein bisschen ein bisschen Härte und ein bisschen Fülle, Muskulatur rauszuholen, dann why not? Aber dann bist du ja schon auf einem Level, wo man sagt, ey, okay, du bist da jetzt kurz vor. Hat deine Pro-Card so, aber wenn du noch nicht mal irgendwie am Finale von der Norddeutschen Meisterschaft kratzt, so ein Wald- und Wiesen-Wettkampf dann deine Weiblichkeit zu opfern, ist halt dann echt. Ja, genau. Bei der Deutschen, da waren wieder bei der Women's Physik solche Mädels teilweise da. Da habe ich auch, da denkst du dir, warum machst du das, Mädels? So, ne? Also können nicht posen, komplett verbaut, aber komplett auf Stoff so. Ja. Und dann nachher posten, ne? Dann, da war so eigentlich, ich will jetzt keinen Namen nennen, wird dann nachher gepostet, ja, abgewertet wegen zu viel Muskel, so auch noch so voll stolz drauf. Ja, trotzdem hast du keinen, trotzdem. Weißt du, trotzdem hast du verloren. So. Was bringt es dir jetzt? Krass, du hast viele Muskeln. Und abgewertet, das hatte ich nämlich mit einer Athletin, ist jetzt, oder ich sage auch mal Verband wurscht, aber, oder generell als Frage jetzt so an euch drei, deutliche Vermännlichungserscheinungen bei einer Frau sind für mich das gleiche Merkmal auf Steroidkonsum wie eine dicke Gyno bei einem Mann. Und ja, das gehört für mich, egal in welcher Klasse, gehört eine Gyno abgewertet, aber auch eine Frau, die hier einen Haaransatz hat, und keine Ahnung, so einen Kiefer und was weiß ich halt, wo man eigentlich wirklich eine Vermännlichung erkennt, ist für mich ein klarer Indiz auf Stoffmissbrauch, also muss es abgewertet werden, wie eine Gyno, wie eine extreme Akne. Also dann kannst du aber die Physikklasse und die Frauenbodyklasse kannst du dann eigentlich abschaffen. Ja, es gibt Unterschiede. Ich hatte zum Beispiel eine Athletin, da, ich sage jetzt auch, man würde als erfahrener Athlet oder Coach erkennen, dass die wahrscheinlich unterstützt, aber die hat gegen eine Athletin verloren, da würde ich, ohne dass die ein Bikini anhat, nicht mehr erkennen, dass es überhaupt eine Frau war. Ja. Und da gibt es ja noch Unterschiede. Selbst in der Physik, ich finde auch eine Iris Kylie zum Beispiel, dafür, was die an Muskulatur mitbringt, hat die noch ein halbwegs frauliches Gesicht irgendwo gehabt auf der Bühne. Ne? Also das ist aber auch nur, weil wir täglich Kontakt mit solchen Frauen haben oder die täglich sehen, sage ich jetzt mal. Ja. Auf Instagram oder sowas, weil wenn ich das jedem Arbeitskollegen zeige, dann sagt er, Alter, das ist ein Mann. Ja, aber man muss ja das Du musst das ja aus den Wertungskriterien dann halt auch irgendwo sehen. Es gibt halt wirklich entstellte Frauen in den Klassen und es gibt Frauen, da wird jeder normale Mann sagen, boah, nein, ich habe Angst, dass die mich bumst heute Abend. Aber wo man als Coach sagen kann, okay, für die Menge an Muskulatur kann man noch erkennen, dass das eine Frau ist. Weißt du, das meine ich. Also klar, dass die jetzt nicht mehr aussieht wie eine normale, hübsche Frau im Gesicht, das war mir bewusst. Das ist ein schwieriges Thema. Das ist ein schwieriges Thema. Mir tut es irgendwie auch, gerade wenn wir so drüber reden, tut es mir dann auch irgendwie leid für die Frauen, die halt wirklich den Wunsch haben, das zu erreichen und dafür kämpfen, aber dann halt so drunter leiden, weil die und leiden ja dann letztendlich dann da wirklich drunter, denke ich mal. Ne? Also das ist halt, ja, schwieriges Thema, finde ich.
Okay. Generell sage ich aber, um das, die Frage noch mal ein bisschen abzuschließen, ich glaube, ab Profilevel nimmt jede da ein bisschen was. Die eine mehr, die andere weniger. Aber die machen das dann meistens auch mit Sinn und Verstand. Ja. Bleiben wir beim Thema Frauen. Eine sehr fleißige Hörerin fragt, Coaches für Frauen oder Wettkampfathletinnen, was ist eurer Meinung nach wichtig bei einem Coach, bei der Coachwahl? Ich dachte, da kam noch was jetzt bei der Frau. Nö. Also erstmal, worauf sollten Frauen bei der Coachwahl achten? Worauf Frauen achten sollen, also ich würde auf jeden Fall sagen, einen Coach suchen, der das Verständnis hat, dass Frauen nicht irgendwie kleinere Männer sind. Ne? Ja, also okay. Ich wollte gerade sagen, alles, was jetzt kommt, hätte ich dich gefragt, soll ein Mann nicht drauf achten. Aber das Beispiel jetzt, ja, okay. Das meine ich. Ne? Also gerade so, auch Sachen wie den Zyklus und sowas und welche Hormonwerte oder generell welche Werte auf dem Blutbild auch für eine Frau relevant sind und solche Geschichten. Generell dieses Know-how halt, und das haben halt die meisten gar nicht. Ne? Also wenn du so Frauen siehst, die zu einem Oldschool-Coach gehen, und ich habe da auch schon Mädels übernommen, die bei dem einen oder anderen Coach waren, die trainieren teilweise wie Männer, ne? Die trainieren da Brustbizeps. Die stoffen wie Männer, ja. Ja, genau, die stoffen wie Männer. Ich hab da eine übernommen, ich will jetzt keinen Namen nennen, die ist auch eine deutsche Profi-Athletin, die war bei mir im Coaching und die hat bei dem Coach vorher auch Trenbolon drin gehabt, ne, in hohen Mengen. Und die ist 19. Ja. Boah, ich weiß doch schon, wer. Nein, wieso holst du denn sowas in dein Coaching-Team? Na, die ist wieder aus dem Coaching raus. Also gut. Ein paar Uneinigkeiten, aber die war. Uneinigkeiten, ey. Könnte ich jetzt anfangen, hier, das wäre die Vernichtung des Jahres 2023. Hattest du ja ein Coaching, Domme? Mhm. Okay, weiß ich ja. Also ich gebe an, das ist. Ich glaube, sie war schon überall im Coaching, ja. Wie ich es jetzt rausgeholt habe. Kevin freut sich. Und ich bin auch so. Amüsiere mich nur. Ich weiß genau, wer das ist. Ja, auf jeden Fall hat sie mir erzählt, sie hatte bei dem und dem Trenbolon drin und was sie halt, und sah halt überhaupt nicht danach aus, ne? Und nur halt Virilisierungserscheinungen dadurch bekommen. Und da denke ich mir dann halt. Schlechtes Beispiel, ich weiß auch, welchen Coach du meinst, aber die Frau ist geisteskrank. Okay. Generell vielleicht als Tipp, guckt euch mal an, was für Athletinnen dieser Coach schon auf die Bühne gestellt hat. Ja, das jetzt, genau, das wollte ich als Beispiel. Und vor machen. Allem auch vielleicht jemanden nehmen, der jetzt auch schon mal eine Frau vorbereitet hat, die nicht scheiße aussah und alles, der wirklich genau. Sich auch damit beschäftigt, wie funktioniert Frau an sich und nicht nur, er kann gute Männerathleten auf die Bühne stellen, dann wird er auch gute Frauenathleten auf die Bühne stellen, das ist nämlich nicht so. Ja. Und gerne mal anschauen, wie sahen die Athletinnen vorher aus, bevor sie zu diesem Coach gegangen sind. Entwicklung von Athleten, genau. Es gibt so viele Coaches, die prägen klar krasse Athleten, aber wenn du dann mal schaust, wie sahen die Athleten vorher aus, als sie zu dem Coach gegangen sind, da sahen die nicht arg schlechter aus. Also. Bis auf den ersten Punkt, den du hattest jetzt, dass ein Athlet natürlich sich auch prinzipiell jetzt erstmal mit einem Hormonhaushalt von einer Frau auskennen muss, finde ich aber alle Aspekte, die man jetzt, sag ich mal, der Hörerin auf den Weg gibt, sind das Aspekte, die man jedem Athleten, der sich jetzt einen Coach sucht, mit auf den Weg geben sollte. Ne? Ja. Ja. Gut. In welchen Größenordnungen liegt der Verdienst von Athleten, die aktiv auf Social Media sind? Bei Sponsoren. Je nachdem, also was verdienen erfolgreich, also aktive Athleten bei ihren Sponsoren? Also ich könnte mir von dem, was ich durch Sponsoren kriege, nicht mal mein Essen im Monat kaufen. Ich auch nicht. Ich könnte das Essen von meiner Freundin vielleicht kaufen. Also. Ja. Also rein an finanziellen jetzt, ne? Da reicht es vielleicht dann, Mann, keine Ahnung, 400 bis 800 Euro im Monat. So, was man als Normalathlet kriegt, wenn man jetzt nicht in den Urs ist oder so. Da geht es dann hoch. Also ich kenne ja auch Leute jetzt aus einem Bereich, die dann mehr Social Media Follower haben und Profiathlet sind. Da geht es dann bis 5.000 bis 8.000 Euro monatliche Sponsorengehälter. Aber als aktiver Athlet oder jetzt bei mir sind das zwischen 400 bis 1.000 Euro im Monat, die man über Sponsoring vielleicht verdient, ohne dass man jetzt die Subs bekommt. Ja. Ich kenne ein paar Athleten, die verdienen ja 3 bis 4. Genau. Sind aber auch Profis, teilweise ambitionierte Profis. Ich Deiner könnte mir nicht mal einen Cheeseburger kaufen.
Ja, so ist es. Unterschiedlich. Aber es ist auch wie in allen Sportarten. Ja. Wenn du bei SV Burg in einem Fußball spielst, dann kriegst du nicht das gleiche, wie wenn du bei FC Bayern München spielst. Ja, das Problem ist, so ist es im Bodybuilding leider nicht, ne? Du kriegst nur nicht dasselbe, wenn du. So, okay, klar, es kommt auf die, da kommt es auf die fußballerische Leistung an. Das kommt jetzt ja, ja auch auf die Follower. Ich meine, du kannst ein fucking guter Athlet sein. Ja, okay. Wenn du nur 2000 Follower hast, dann wirst du da kein Geld. Ja, ja. Richtig. Ja, aber das war das Fußballbeispiel schlecht. Ich glaube, ich bin der Balljunge beim FC Bayern München, ne? Ja. Ja, da kommt es tatsächlich auf die Followerzahlen an. Dann. Ich meine, ja. Okay. Welchem deutschen Pro-Athleten in der offenen Klasse traut ihr am ehesten zu, eine Pro-Show zu gewinnen? Enrico Hoffmann. Roman Fritz. Mike Ziesler. Also ich würde sagen, entweder Mike Ziesler, Dennis Reinhold oder Emil. Mike Ziesler hat ja den Enrico schon geschlagen. Und da ist halt auch noch Das Problem beim Enrico ist so ein bisschen, da fehlt so für mich so ein bisschen der Frame, um richtig noch was draufzupacken. Er könnte seine Beine klar noch verbessern, so. Die hängen so ein bisschen nach, aber so generell obenrum ist der eigentlich schon so kugelrund und ausgefüllt mit Muskeln. Und so ein Mike Ziesler zum Beispiel oder Dennis Reinhold, die haben halt so einen Frame obenrum und die haben den noch nicht ganz ausgefüllt. Also ich denke, wenn die da jetzt gute Arbeit leisten, dann können die richtig brutal werden. Und wenn eben hier noch die Beine verbessert. Also Mike hat gewonnen, aber prinzipiell glaube ich, ist Enrico Hoffmann noch ein ganz anderer Schlag als ein Profiathlet wie jetzt ein Dennis Reinhold und ein Mike Ziesler. Also ich glaube auch nicht, dass der den Frame nicht hat, um nochmal draufzupacken. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Athlet für die Open-Klasse tatsächlich noch. Hat so ein bisschen was von Brent Sporer, ne? Mhm. Ja. Also ich glaube auch Stand jetzt sehe ich tatsächlich einen Roman, einen Enrico und ich darf auch einen Tim Budesheim nicht vergessen. Ja. Auch schon mal Zweiter auf einer amerikanischen Pro-Show geplaced. Im Moment. Potenzial definitiv Dennis. Genau. Mike auch Potenzial, wenn da noch Fleisch im Oberkörper Emir, draufkommt. Genau. Geisteskranke Beine. Emir der hat eigentlich alles, um einen Profi-Wettkampf zu gewinnen schon. Ja. Und einen Dennis Reinhold kann ich voll schwer einschätzen. Ich schreibe ganz, ganz viel mit dem. Ich finde, das ist von der Symmetrie, von der Linie, von dem Muskelvolumen immer noch für mich einer der schönsten deutschen Athleten. Aber ich kann den so unnormal schwer einschätzen, wie der auf einer Profibühne aussieht. Der hat immer so ein bisschen das gleiche Problem gehabt wie ich, dass er nie die hundertprozentige Härte zum Schluss hatte. Ja. Oh, und der ist wunderschön, aber ich weiß nicht, wie der neben einem vollgepackten, muskulösen Profiathleten aussieht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber wenn der seine Taille behalten kann, und auf dem Bein noch was draufpackt. Geisteskrank. Da hat er so ein X-Frame, der Junge. Zwei Frame, genau, das ist halt das Ding. Wunderschöner Athlet, wenn da wirklich an den richtigen Stellen Fleisch draufkommt, geisteskrank. Ja. Aber das wäre eine Potenzialentscheidung. Von daher gehe ich es bei dir nicht ganz so mit den beiden Athleten. Mike auf jeden Fall, wenn da was draufkommt, Dennis Reinhold auch. Aber aktuell Roman Fritz auf jeden Fall. Enrico hat es gezeigt, dass er einer der besten deutschen Athleten ist dieses Jahr. Und Tim Budesheim hat es auch schon gezeigt, aber ich finde, der ist eher auf einem absteigenden Ast. Ja, mal abwarten, was jetzt mit seinem neuen Coach, wenn er einen neuen Coach hat, passiert. Ich weiß wo, glaube ich. Weißt du? Ich ahne es. Kannst weißt du schon, so? Weiß man das ich schon? Denke mal, der geht auch zu Manu, oder? Würde passen. Kevin? Dennis Wolf. Oh. Würde auch richtig gut passen. Ja, okay, scheiße. Hier müsst du eine Wette abschließen. Wo geht Tim Budesheim hin? Ja. Man, Dennis Wolf war auch eine geile Idee. Sogar fast am naheliegendsten, finde ich. Ja, vielleicht doch sogar eher Dennis Wolf wie Manuel Bauer. Ich glaube, also so einen Fuß nach Amerika reinzukriegen, wäre auch ganz geil. Ja, vor allem die Englischkenntnisse sind voll gut. Also ich darf nichts sagen, aber hatten wir das nicht mal hier als Thema? Ja. Wir holen nochmal einen Ami rein. Nochmal Geistestonino, da können wir mal gucken. Ja, dann bin ich wieder raus. Das ist auch nicht schlecht. Ich weiß, dass der Stefan Kienzel zum Beispiel übelst der Feind von Insulin ist. Und deshalb denke ich, dass der da auch überhaupt nicht mit Insulin gearbeitet hat beim Stefan. Also Stefan hat mal so gesagt, er arbeitet mit keinem seiner Athleten mit Insulin. Und deshalb denke ich, wenn er vielleicht mal zum Milos geht und sich mal da den Insulin-Overload reinzieht, dass der da auf jeden Fall noch Potenzial zu wachsen hat. Ja, wohin?
Wohin mit der Muskelmasse? Das ist bei Tim immer die Sache. Patrick Thur könnte ich mir auch gut vorstellen. Nee? Ja, eher weniger, finde ich. Das würde ich gern sehen. Tim oder Patrick? Ich denke eher, dass also das gleiche Trainingsprinzip ist, würde ich glauben nicht. Tim würde auch so einer wie Manuel Bauer passen, weil der halt auch so ein bisschen seinen eigenen Kopf hat und dann vielleicht auch so ein bisschen an der langen Leine so ein bisschen gelassen werden will. Ja, ich kenne Tim natürlich nicht, aber so macht er mir so ein bisschen so den Eindruck, weil ich glaube, das, was Stefan so gemacht hat mit ihm, dieses hundertprozentige eingepfercht, das zu machen, was Stefan sagt und nichts anderes und auch Training und sowas, das war, glaube ich, nicht so Tim seins. Genau, diesen Trainingsaspekt, glaube ich, auch, der passt, glaube ich, nicht auf den Tim, deswegen schließe ich den Patrick Thur so ein bisschen aus. Ja. Würde ich aber gerne sehen. Wen? Tim und Patrick Thur? Ja, würde ich echt gerne sehen. Aber Patrick, ich kann mir auch mal so ein bisschen Wert darauf, die Taille schmal zu halten, nicht zu cheaten und sowas. Würde ich echt gerne sehen. Ja, okay. Ja. Na, irgendwann muss er sagen. Hat er schon einen, oder? Nee, glaube nicht. Ich habe nichts mitgekriegt. Okay. Das haben wir. Hä, ich wollte gerade einen sehen. Sollte man aufgrund der Popularität die Classic in drei Größenklassen unterteilen? Hey, das war doch meine Idee. Ja, eben. Fragt hier jemand. Fitnesslover 2022. Also zwei finde ich okay. Drei ist, glaube ich, mir schon wieder zu viel Heckmeck. Eine Idee. Ich meine, es sind ja schon zu viele Teilnehmer eigentlich so, ne? Um das vielleicht so ein bisschen zu reduzieren. Aber gibt es dann zwei Mr. Olympias, wenn es da jetzt zwei, oder wäre es dann nochmal so ein Overall? Nö, am Ende muss also Overall gewinnen. Genau, ich hatte das ja schon mal im Podcast angesprochen, weil wir die Thematik hatten, dass zu viele Athleten sind. Und ich würde da auch allein schon von der Wert, also von der besseren Wertigkeit, ist es schwer, einen Terence Ruffin und einen Chris Bumstead zu vergleichen, weil den Chris Bumstead einfach viel voluminöser und wuchtiger wirkt, allein durch die Größe und das dementsprechend höhere Gewichtslimit halt. Deswegen fände ich die Idee, wie mit einer 212 und einer Open in der Classic eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann würde ich zum Schluss auch der Spannungskeitshalber tatsächlich auch wieder irgendwie so ein Overall-Battle einführen. Aber das hätte ich auch schon bei der 212 und der Open gemacht. Ich finde sowas einfach. Ja, cool. Wie früher. Früher war das so, ne? Zur Arnoldszeit. Genau, und dann auch noch hier diese Show mit dem, keine Ahnung, Markus Rühl sucht sich die Pose aus gegen damals, ja, weiß ich nicht, Günther Schlierkamp oder so, weißt du? Das war geil, ja. Front Double Biceps. Und dann muss die Jury werten, wer gewinnt die Front Double Biceps. Das wäre mega geil. Sowas würde ich voll feiern wieder. Würde ich auch feiern, ja. Das gab es auch mal auf den Newcomer-Wettkampf, wo meine Freundin gestartet ist. Ja. In Fulda, beim Body Extreme. Body Extreme. So. Big, ja, Boys Battle. Genau. Ja, Big Boys Battle. Das hätte ich voll gerne nochmal mitgemacht, aber als ich einer auch von den Big Boys war, gab es das nicht mehr. Ja, war bei mir genauso. Fand ich aber cool. Ja, du darfst irgendwie cool eine Pose auch nur einmal oder zweimal auswählen, ne? Ja, genau. Du hast, oder, ja, ich weiß nicht, wie es war, aber auf jeden Fall musstest du dann auch taktisch vorgehen. Ich fand es mega interessant und auch mega cool. Und noch eine Frage von Steve Bentin. Was hat es mit diesen Schokokrispies auf sich? Ist da Omnadrehen drin? Warum nicht Kellogg's Frosty? Die wecken den Tiger in dir. Ja. Gute Frage, würde ich auch mal gerne wissen. Also warum Schokokrispies, warum nicht Frosties? Die wecken den Tiger in dir. Also tendenziell, ich glaube, Steve kann ruhig Frosties nach dem Training essen, das ist voll in Ordnung. Ja. Nicht mit Omnadrehen in den Schokokrispies drin ist, dann würde ich die Schokokrispies gerne haben. Also ich persönlich muss tatsächlich, habe ich Steve auch eine Sprachnachricht geschickt, sagt Steve, mein Lieber, ich vertrage Gluten nicht so gut, das weckt den Tiger bei mir auf der Toilette und nicht im Training. Ja. Und deswegen muss ich tatsächlich dann die Reiskrispies nehmen, weil da Reismehl drin ist. Ich wäre für Milchschnitte Post-Workout. Da auch was. Hast mir aber nicht aufgeschrieben. Ja, du bist auch nicht Steve Bentin. Was esst ihr Post-Workout, Crispies? Also ich esse lieber diese Schoko-Shells, diese... Bärenohren! Bitte? Bärenohren. Bärenohren, ja, kann man... Ja, zum, ja, genau. Diese Schoko-Shells, ne? Diese, ja, genau, Schoko-Shells. Das ist zwar Weizen so, aber ich vertrage Weizen relativ, ja, gut. Das ist auch meine einzige Weizen. Ich habe, glaube ich, 2 Gramm Fett auf 100. Genau. Ich trinke Cluster, Maltodextrin und Clearway. Kevin ist richtig oldschool. Ich bin richtig oldschool, ja.
Funktioniert. Also ich habe es mega schnell verdaut. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu viel nicht zu viel Maltodextrin reinmacht, weil das Malto zu viel Wasser im Bauch, im Magen bindet und dann hast du ein bisschen Probleme. Ja. Osmosischer Wert ist da irgendwie nicht so doll. Ja, genau, das bindet zu viel Wasser. Ja. Alles, was schnell ist nach dem Training und wenn man Weizen verträgt, dann ist ja auch ein ziemlich schnell verdauliches Kohlenhydrat. Ich war bei meiner Mutter an Weihnachten, hatte ich für zwei Trainings hatte ich meine ganzen Pre- und Post-Routine quasi eingepackt. Ja. Mehr konnte ich nicht, weil ich mit dem Flugzeug geflogen bin und nur Handgepäck hatte. Und dann habe ich einen spontanen Beintraining gemacht, dann am Sonntag nochmal, also ein Training mehr. Und da habe ich dann einfach geschaut, was meine Mutter da hat. So Haushaltszucker habe ich mir dann in den Shaker gemacht. Geil. So 90 Gramm und dann noch Whey mit rein. Ich wollte gerade sagen, geschmeckt? Ich bin auch ein... Was? Süß. Wie das geschmeckt ja, hat. Ekelhaft süß, ja. Boah. Ekelhaft süß. Aber besser als Braunhirsemehl mit Apfelsaft. Ja. Früher hast du mal Gummibärchen gegessen, Domme. Ich wollte es gerade sagen, wenn ich jetzt irgendwann nicht mehr meine... Also ab 150 Gramm Kelloggs habe ich dann das Problem, dass ich meine Post-Mahlzeit, also die ich dann danach esse, nicht mehr so gut reinkriege. Da werde ich wahrscheinlich auch wieder umsteigen auf Fruchtgummi einfach. Hm. Also kein Nachteil. Ja, ich denke, da führen viele Wege nach Rom. Also ich denke nicht, dass da jetzt irgendwie ein so ein heiliges Post-Workout-Ding gibt, sondern einfach kurzkettige Kohlenhydrate und fertig, das funktioniert. Ja, bei so Gummisachen gucken drauf, dass es nicht so viel Fructose hat, ne? Also irgendwas mit Glucose nehmen, aber ansonsten... Ja, genau, ja. Das ist wurscht. Okay. Ich habe nur noch eine Frage, aber die finde ich so ein bisschen blöd, weil das auf eine Person abzielt. Soll ich sie trotzdem stellen? Wenn es nicht auf mich abzielt, ja. Nee, eine fremde Person. Eure Meinung zu Coach Iron Mike? Ich kenne ihn nicht, ich habe mit ihm noch nie gesprochen, ich habe keine Meinung zu ihm. Ich könnte das auch nur von Vorurteilen irgendwie was sagen. Also ich sag's mal so, ich war bei ihm auch schon im Podcast, ne, also der hat auch schon einen Podcast mit mir gemacht und ich habe den auf der GmbF getroffen im Frühjahr letztes Jahr und so persönlich ist er eigentlich immer cool zu mir gewesen. Auch auf den Hypermar habe ich ihn getroffen. Ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. So. Also mehr will ich auch dazu gar nicht sagen. Ich beurteile jemand immer nur so, wie ich persönlich mit ihm klarkomme, jetzt unabhängig davon, was er jetzt vielleicht Dinge macht mit Athleten. Das hat er schön gesagt, weil das wollte ich auch so sagen. Also wir hatten, glaube ich, so eine ganz witzige Geschichte, ich mit dem Peter Bärs. Ich weiß jetzt nicht, wer es ist, aber irgendwer hat halt dem Peter vorher von mir erzählt, dass ich total nicht umgänglich bin, bla bla bla, keine Ahnung. Dann haben wir uns getroffen. Ich war ja da zum Training, zum Posing. Wir schreiben die ganze Zeit mit der Nadine, super Liebe, wir wollen die wieder besuchen kommen. Und dann sagt Peter irgendwann, hä, also was die Leute erzählen, ist ja völliger Schwachsinn. Ich finde dich super korrekt, bla bla bla, passt voll gut. Und zum Iron Mike, ich bin ja momentan, glaube ich, am nächsten dran. Ne? Also ich bin ja Big Zone-Athlet und er ist unser Athletenbetreuer. Und im Vorfeld habe ich wirklich mehrere negative Sachen gehört und kann da eigentlich auch nur das sagen, was Martin sagt. Zu mir ist der mega korrekt, der ist immer freundlich, hat immer ein offenes Ohr, wenn man was braucht. Und hätte ich vorher nicht diesen Input gehabt, könnte ich nicht ein einziges schlechtes Wort jetzt hier äußern, was ich auch nicht kann, weil ich persönlich habe noch nie was Schlechtes in dem Fall von diesem Menschen gehört, mitgekriegt, also persönlich gehört, ne, nur zugetragen von außen und von daher kann ich nur sagen, der Typ ist mega duftig, komme voll gut mit dem klar. Ja, ganz wichtig hier finde ich halt erstmal, dieser Podcast ist dafür, da Leute zusammenzubringen und nicht über Leute zu reden. Sollte es zumindest sein, ab und zu passiert es halt, dann ist es aber auch so. Zweitens, es ist okay, keine Meinung über jemanden zu haben, wenn man ihn nicht kennt. Ne? Und drittens, was interessiert es euch? Da muss ich Roma mal zitieren, beeinflusst es euch euer Leben, wie dieser Typ ist? Nein? Dann kratzt es euch auch nicht. Eigenes Bild machen ist immer das Wichtigste. Wenn man Leute anhand von Hörensagen beurteilt, dann geht man mit einem ganz, ganz falschen Einstellung durchs Leben auf jeden Fall. Ja, vielleicht war das jetzt auch darauf abgezielt, wie er als Coach ist. Ne? Und da könnte, glaube ich, keine. Achso, ja. Sowas, finde ich, könnte man ja sogar besprechen. Also, wie findest du Stefan Kienzle als Coach? Ja. So. Ja, aber ich finde, das sollte man halt eher dann auch Athleten anschreiben, die bei ihm waren. Ja, wenn man das wissen möchte, ja, genau. Richtig. Hier im Podcast ist, glaube ich, keiner, der bei Iron Mike im Coaching war. Von daher. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Ihr sagt, er ist nett zu euch. Also von daher.
Scheint ein netter Mensch zu sein. Ja, perfekt, ist er. Fertig. Gut. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Dann würde ich sonst für heute tatsächlich schließen. Was ist mit Ingo? Der sollte doch in den Shakes laufen. Ich habe mich so drauf gefreut. Ich ja, mich auch, aber Ingo hat mir um 16 Uhr geschrieben, dass es ihm nicht gut geht und dass er heute raus ist. Aber er hat schon eingekauft anscheinend. Ja. Aber nicht, also aber der ist gesund. Also er meint, ihm geht es seit Wien nicht so gut. Zu viel gegessen. Ja, Silvester. Die Erkältung oder was? Keine Ahnung, was er hat. Weiß ich wirklich nicht. Ich schreibe mir gleich mal. Mach mir ein bisschen Sorgen hier. Aber ich habe mir auf jeden Fall gute Besserung gewünscht. Und er wirkte an Silvester halt auch eigentlich gesund. Ja, deswegen, genau, fand ich auch. Naja. Vielleicht hat er schon mal einen Shake genippelt, Alter. Und deswegen ging es nicht. Wahrscheinlich. Hat er ihn getrunken und gesagt, oh Leute, nee. Krank geworden. Das wird nichts. Ich hoffe ja wenigstens, dass er ihn im Podcast trinkt und nicht jetzt irgendwann selber so ein Video macht, das hochlädt. Ich will das live sehen. Ja, das haben die ja noch, hat er noch gesagt, ne, oder gefragt, soll er das bei YouTube filmen? Dann lieber bei YouTube filmen, aber während du das hier im Podcast trinkst, bitte. Ja, gerne, gerne. Ja. Und ich möchte eigentlich auch sehen, wie er es zubereitet. Nicht, dass er sagt, hier, das ist übrigens gerade mein Schatz. Genau, habe ich die Nacht übrigens von geträumt, ey. Der kann sich ja einfach irgendwas zusammenbrauen und dann macht er nur einen Tropfen Tabasco rein, Mini-Schwips Wurstwasser. Ich finde, das Wurstwasser sollte die Grundbasis sein für alle anderen Zutaten. Und Kokoswasser. Das beides. Ja, und Kokoswasser im gleichen Verhältnis vielleicht. Also Zubereitung einfach vor der Kamera machen. Also Ingo, wenn du es hier siehst, wir wollen, dass du es so machst wie Nico Stallone in seinem Shake-Video. Ja, genau. Ja, genau. Nur ein bisschen schneller. Dumme, vielleicht magst du die Geschichte nochmal kurz erzählen, für die, die es nicht kennen. Die kann ich nicht erzählen, weil ich Nico doch total mag. Der ist witzig. Ja, wir mögen ihn alle. Okay, das ist ja eine witzige Geschichte. Deswegen mögen wir ihn ja doch so, weil er so ist. Ja, okay. Ich habe jetzt auch mit dem Armen trainiert und Rücken. Gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Der Typ ist wirklich mega lustig. Der also hat kurz an dieser Stelle, Nico, das ist kein Hate gegen dich. Wir feiern dich, für deine Art. Und gerade weil du so bist, wie du bist, müssen wir das jetzt kurz einmal so machen, weil es einfach Entertainment pur ist. Ich gehe mal kurz Haferflocken holen. Nein, also er hat einen Masse-Shake vorgestellt und es war einfach gar nichts vorhanden. Also das heißt dann so, ich zeige euch heute meinen Masse-Shake und dann los, Haferflocken holen. Und du guckst dann so, okay, es wird einfach eine Minute nichts. Dann komm mal wieder, oh, Schere vergessen. Pfiuh, wieder weg, Alter, kam mit der Schere wieder. Jetzt kommen dann noch Kelloggs rein. Ah, die sind im Keller. Zack, in den Keller gelaufen. Dann warst du irgendwann bei 3 Minuten, dann war das... Ey, so ein volles Ding mit 100 Gramm Erdnussbutter und Eiweißpulver, den Mixer angemacht und es hat sich genau so viel unten bewegt, also es ist überhaupt nicht flüssig geworden, ein bisschen mit dem Kochlöffel drin rumgedrückt, irgendwann war es dann halt so eine cremige Masse und dann hast du das wirklich so, crunchy, das ist mein Masse-Shake. Ja, das war die Kurzfassung, Alter. Und zwischendurch ein bisschen Arme flexen auf jeden Fall, ja. Mann, der Typ. Also irgendwo so wollen wir es sehen, wir wollen sehen, dass du alles da einzeln reinkippst. Und dann den Shake vor unseren Augen trinkst. Und am besten so viel, dass der auch richtig crunchy ist. Ja. Crunchy Knoblauch. Katzen- so ganze Zehe. Katzenfutter hätte mir die Schuhe ausgezogen, Alter. Das war... Okay. In meiner Diät haben wir unserer Cookie ja immer Hundefutter gegeben, Nassfutter. Und das war dann teilweise so Lachs mit Kürbiskernöl und Kartoffel. Und dann dachte ich mir immer so, boah, das hört sich so lecker an, ey. Also wer weiß, wenn man da ein richtiges Katzenfutter auswählt, vielleicht ist das sogar gut. Nicht in Kombination mit dem Rest. Ja, wir haben schon gesagt, vielleicht ist es die Kombi, die es wieder geil macht am Ende. Das ist aber nicht dein Ernst, oder? Nee. Wer weiß. Ich glaube, ich würde der Knoblauch killen. Ja? Oh. Ja. Also richtig so eine zähe Knoblauch. Oh. Ja, wirklich. Also der Thunfisch, also ich glaube, bei mir wäre es der Thunfisch. Da müsste ich kotzen. Das Video, was du geteilt hast, war so geil. Ja, was war das? Gefasst, Mann. Was war das? Keine Ahnung, da habe ich irgendwo so ein Reel gesehen, so. Wie der da irgendwas gemacht hat und dann wieder abgekotzt hat. Dieser Euebröt, oder wie heißt dieses Stinkfisch-Ding? Stinkfisch, Würströmming. Würströmming, ja, genau. Fuck, warum sind wir nicht drauf gekommen, wir hätten das da reinmachen müssen. Wir sogar diskutiert. Wir müssen, wir müssen da mal so eine Massenkonferenz machen, wo wir den alle essen. Und jeder muss essen. Und der das Schild nicht schafft, da was davon zu essen, der muss irgendwas machen. Da müssen wir alle was machen. Das haben wir bei Galileo haben das mal gezeigt. Das Ding muss ja
Abartig stinken. Da haben ja sogar die Kameramänner im Raum gekotzt. Ich habe es ja schon mal erzählt, dass der nicht so gegessen wird, sondern dass der erst aufgemacht wird. Dann wird der gewaschen. Ach, und dann stellst du den noch mal einen halben Tag hin oder so, dass der ausdunsten kann. Und dann soll dieses vergorene Fisch, soll dann halt so eine Delikatesse sein. Aber du darfst den nicht direkt aufmachen und dann essen, weil das ist, so isst man den nicht. Also den isst man, wie gesagt, mit Waschen und Ausdünsten und so weiter und so fort. Ja. Aufgepasst. Sehr gut. Ja, okay. Gut, müssen wir kein Foto mehr machen. Alles klar, Leute. An dieser Stelle dann hoffentlich nächste Woche Ingo trinkt den Shake. Hoffen wir es. Und danke fürs Einschalten. Lasst bei den Jungs ein Follow, ein Like da, ne, bei Martin. Danke fürs Einspringen nochmal. Bei Domme. Ja. Vielen Dank. Und bei Kevin. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Und freue mich darauf, wenn ihr euch das nächste Mal mit uns breiter bildet. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Macht's gut.